wir haben uns mal wieder zu einer kleinen Diskussionsrunde getroffen. Lars war beim letzten Mal schon mit dabei. Lars Dedekind, du bist Propst in der Landeskirche Braunschweig. Wir haben heute zwei zusätzliche Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr extra rübergekommen seid. Mike Hoffmeister, du bist Professor an der Ostfalia-Hochschule, ja, genau. Fakultät Wirtschaft, ja. Wenn ich das so richtig sehe. Und der Jörg Marxen. Du bist Diplompsychologe hier in Braunschweig, glaube ich. Ich sage erstmal vielen Dank, dass wir mit uns zusammen hier alle mal ein bisschen diskutieren wollen. Wir gehen mal so ein bisschen an das Thema Glück heran. Was ist denn eigentlich Glück? Wie kann man Glück erlangen? Ich glaube, da haben ganz viele Leute eine ganz unterschiedliche Vorstellung von. Ich würde mal so in die Runde anfangen. Mike, was ist für dich Glück? Ja, ich habe erstmal Glück gehabt heute, dass ich den Zug noch bekommen habe, weil ich spät dran war. Und das ist das sogenannte Zufallsglück. Und ich glaube, das ist nicht das Glück, mit dem wir uns dann heute beschäftigen wollen. Im Endeffekt, es gibt ja viele Definitionen, was Glück bedeuten soll. Im Endeffekt geht es um Wohlfühlglück. Ne? Fühle ich mich wohl im Augenblick, bin ich zufrieden mit dem Leben. Ne? Aber es gibt auch so ein weiteres Thema Glück, womit ich mich auch in der Forschung beschäftige, ist das Werteglück. Also inwieweit kann ich denn so aufblühen in meinem Leben und meine Werte auch leben und meine Talente, die ich habe, auch weiterentwickeln. Und das ist eigentlich das Werteglück, mit dem ich mich auch in meiner Forschung beschäftige. Mhm. Jörg, wie ist das für dich? Was ist für dich Glück? Was ist Glück? Ich werde das selten gefragt, meistens frage ich das. Ich bin sowohl als Coach als auch als Psychotherapeut in der glücklichen Lage oder auch in der unglücklichen, wie man es nimmt, die Menschen bei dem zu begleiten, was sie suchen. Ich bin Auftragsarbeiter. Das heißt, mein Alltag sieht so aus, dass jemand für sich, wenn es ums Thema Glück geht, Glück erforschen möchte, sein Verhältnis zu Glück oder Unglück. Wie kann er zum Beispiel sein Glück stärken? Ja? Und dann profitiere ich unglaublich. Ich habe ein bisschen geguckt, was du so geforscht und veröffentlicht hast. Super, ja, habe ich gedacht, ne, das passt. Ich habe 2012 mal, da gab es eine Studie von Weimann und Schöp und so weiter, ob Geld glücklich macht. Die kommen im Grunde zu ähnlichen Kategorien, formulieren das ein bisschen anders. Das finde ich alles hochspannend. Und was mir wirklich gefällt, ist die Möglichkeit, das alles als Inspiration zu nehmen. Und ich entscheide sowieso nicht, welche meiner Lieblingshypothesen am Ende für meine Kunden oder Patienten passen. Sondern ich habe immer das Gefühl, ich sitze als Mensch hier, dann habe ich wie in so einem Halbkreis hinter mir meine Konzepte und Methoden oder was ich jetzt von dir gelernt habe oder ne, von Weimann-Schöp-Studie oder wo auch immer. Das steht dann sozusagen bereit, aber ich stelle das ja nur zur Verfügung. Am Ende geht es darum, was meine Kunden daraus machen und dann merke ich ja, du hast das eben ja schon gesagt, wie unterschiedlich Glück empfunden wird. Das ist so individuell und ich begleite ja sowohl, sag ich mal, Organisationen, Non-Profit oder auch Firmen oder auch Einzelne. Und da geht es ganz oft um Glück. Und ich bin immer wieder sehr, sehr überrascht, wie unterschiedlich dann das ist, was als Glück empfunden wird. Und was ich auch manchmal erschreckend feststelle und manchmal auch ganz, weil ich es erwarte, ganz ja, gelassen, dass eine Aussage über Glück, die für eine Person oder eine Organisation oder einen Teil einer Organisation eine Erlösung, eine Hilfe, eine Bereicherung ist, für jemand anders ganz toxisch ist und ihn in große Probleme stürzt. Ja? Und wenn ich es für mich ganz persönlich sage, ja, ich habe schon oft in meinem Leben Schwein gehabt, wie man so sagt, sonst würde ich hier auch gar nicht mehr sitzen. Ja? Ich denke, ein gewisses Maß Glück gehört dazu, so alt zu werden. Ja? Und oder die richtigen Menschen zu treffen, ja, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und so weiter. Dann gibt es natürlich die vielen kleinen Dinge, die mich glücklich machen und ich selber zehre sehr, ja, ich glaube, das kann ich sagen, aus dem, was du Werteglück genannt hast. Ja? Also wenn ich den Eindruck habe, dass ich dem gemäß leben kann, was wirklich meine Werte sind, wo ich auch wirklich merke, das ist nicht nur gedacht oder intellektuell, das entspricht mir wirklich. Dann, das ist für mich eigentlich subjektiv die wichtigste Art von Glück. Lars, ich spiele den Ball mal zu dir rüber. Was ist Glück für dich?
Glück ist für mich zumindest nichts Statisches, was man einmal fassen kann mit einer Definition, sondern Glück wandelt sich. Man kann ja auch sagen, ein glücklicher Zufall, dass wir überhaupt hier sind und existieren auf diesem Planeten Erde, in dem Weiten des Alls, so weit wie wir gucken und horchen und Signale aussenden können, hat noch keiner geantwortet. Also wir wissen gar nicht, gibt es da noch andere Formen des Lebens, sind wir sogar einmalig? Also dass die Erde innerhalb unseres Sonnensystems der Planet ist, auf dem Leben entsteht, ist das jetzt ein Glücksfall? Ist auf jeden Fall gut. Ja. Und von daher würde ich sagen, Glück hat was damit zu tun, was gut ist im Leben. Und merken tut man es oft erst, wenn das halt fehlt. Also da, wo Leben bedroht ist oder wo es mir halt nicht gut geht, wo ich existenziell bedroht bin, da wünsche ich mir das Glück zurück, was ich verloren habe. Und in dem Zusammenhang ist Glück im Grunde genommen viel, viel mehr als das, was so Glücksspiele suggerieren oder Glückshoroskope und was es sonst noch so alles gibt auf diesem Markt der Glückseligkeiten, sondern es ist tatsächlich ein Lebensmittel. Also das, was mich zum Leben befähigt, hat, glaube ich, viel auch mit Resilienz zu tun, um mal einen anderen Begriff einzuwerfen. Aber ich denke, da gehen wir in der Diskussion nach und nach noch tiefer drauf ein. Für mich ist es gut, jetzt hier zu sein. Damit kann ich sagen, ich bin glücklich, hier zu sein. Das ist doch vernünftig. Da will ich mich der Runde mal nicht enthalten. Glück. Was ist Glück für mich eigentlich? Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass ich zum Beispiel einen Beruf ausüben kann, den ich sehr mag. Dass mir das tägliche Leben sehr, 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 sehr leicht fällt dazu. Ich kenne so viele Menschen, die sagen an einem Montag schon, um Gottes Willen kann ich schon Freitag sein. Ich gehe montags zur Arbeit und mache mein Hobby. Das ist doch klasse. Ich finde, da bin ich glücklich drüber. Eine andere Sache ist mir mal aufgefallen. Öfters mal, wenn ich mal zum Einkaufen fahre, es wohnt eine ältere Dame nebenan oder so, klingelt man einfach mal, kann ich was mitbringen? Ich weiß gar nicht, ob ich das ihr zum Gefallen tue oder mir, weil mich macht es glücklich, sie gefragt zu haben, ob ich ihr was mitbringen kann, weil sie sich darüber freut. Es sind manchmal so bei mir sehr, sehr viele Kleinigkeiten tatsächlich, was für mich Glück bedeutet. Kleine Momente, von denen ich immer wieder zehre. Das ist ja für mich so, wie du schon sagst, Lebensmittel, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Man braucht sowas. Mike, mal eine Frage an dich. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung mal ein bisschen kundgelesen. Es gab mal eine Studie vor längerer Zeit durchgeführt, 2018 war das, Global Emotions hieß das Ganze. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Da wurden über 150.000 Menschen aus 145 Ländern gefragt, sind befragt worden, wie sie sich in dem Augenblick fühlen, einen Tag bevor diese Umfrage stattfand. Und was ich ein bisschen erschreckend dabei fand, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den kennt jeder. Über ein Drittel hat angegeben, sie leiden unter Stress. Das geht mir manchmal auch so. Das hat sich auch bei mir so ein bisschen verschoben. Früher habe ich gerne Stress gehabt, das war dann so positiver Stress. Heute mag ich Stress eigentlich gar nicht mehr. Man wird halt älter, man geht es ein bisschen ruhiger an. Aber muss man unter Stress eigentlich leiden? Ist das nötig oder kann man sich dagegen wehren? Also Stress ist ja dann vielfältige Perspektiven zu betrachten. Ich hatte meine Untersuchung gemacht, die fand ich mal ganz interessant, mit 500 Verkäufern. Und da haben wir dann auch gefragt, inwieweit so der Beruf, also die lieben den Beruf, die gehen halt dann auf, die haben Spaß dran. Aber die haben schon so Burnout-Symptome gezeigt. Also ich habe Stress, ich kann schlecht schlafen, ich bin unruhig. Und ich fand mal interessant, wir haben dann die Leute gefragt, die also gesagt haben, dass ich unter Stress leide, ob sie denn das Gefühl haben, dass der Vorgesetzte sich für das Wohlergehen der Betroffenen interessiert. Das muss ja nicht wahr sein, da war nur das Gefühl. Zwei Drittel haben gesagt, ich habe das Gefühl, mein Chef interessiert sich gar nicht für mich. Und das ist auch so eine Stressspirale, wird dann nur mehr verstärkt. Ne? Also Stress ist natürlich so, wir setzen uns auch selber unter Stress. Im Endeffekt entscheide ich als Person, ich entscheide, ob ich gestresst sein will oder nicht. Ich mache das auf oder ich mache das zu. Das ist meine Entscheidung. Und von daher ist natürlich Stress, also auch negativer Stress ist natürlich gesundheitsgefährdend, aber auch positiver Stress kann gesundheitsgefährdend sein, wenn die Blut-Kreislauf-Systeme dementsprechend noch angeregt werden. Also von daher gibt es dann schon im Bereich der positiven Psychologie, der Glücksforschung oder Resilienz, wie du auch gerade sagtest, ne, vielfältige Möglichkeiten, mit dem Stress umzugehen. Also gerade mit dem Thema Achtsamkeit. Ne. Dazu zählt unter anderem Meditation, die ich so machen kann. Ne.
Aber wie oft hätte sich immer das Leben, ne? Immer mehr, 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 schneller, 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 dahin gehen. Ne? Und einfach mal sagen, so, warte mal, Mike, ne? Ich sehe gerade, bin ich gerade lang hier im Park, die Sonne scheint gerade, ich setze mich mal kurz mal hin und genieße einfach mal die Sonnenstrahlen. Oder wenn ich im Park bin, ich gehe jeden Tag in meinem Tiergarten spazieren, wenn die Sonne schön ist, setze mich hin und höre einfach mal die Vögel zu. Aber man kann unheimlich viel Stress auch rausnehmen und viel Stress ist auch selbst gemacht. Mhm. Und andere Leute im Sonne dazu sagen, es kommt auch ein bisschen von der Persönlichkeit an. Sie kennen halt hinter die Modelle. Ne? Ich bin jemand, der bezieht, also gerade eigentlich ist Energie aus dem Stress. Andere Leute planen, ne? Wollen Stress auf jeden Fall vermeiden, planen lange. Ne? Wenn ich vorher viel lange plane, erzeugt das für mich wieder persönlich wieder negativen Stress. Ne? Also es hängt auch so ein bisschen vom individuellen Typen ab. Das ist unstreitbar, weil Stress empfinden, jeder Mensch hat da ein anderes Stresslevel. Das nur, aber du sagst eben, wo ich mich so ein bisschen frage, jeder Mensch kann entscheiden, ob ich jetzt gestresst sein möchte oder nicht. Mhm. Also ich halte uns Menschen einfach dafür, wir sind sehr emotional. Ich glaube nicht, dass man das wirklich steuern kann. Jörg, wie siehst du das? Mal so ein bisschen aus der psychologischen, so etwas mehr die medizinische Sicht. Wie weit ist es denn so aus der Psychologie überhaupt unsere Entscheidung, zum Beispiel unter Stress zu leiden? Ist das überhaupt eine Entscheidung oder passiert das einfach so, wie wir krank werden? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist sogar eine Frage, die manche Menschen, wenn sie zu mir kommen, auch stellen. Und für mich gibt es tatsächlich zwei wesentliche Elemente als Antwort darauf. Und je nachdem, was jetzt das Anliegen des Menschen ist, der da gerade in Not ist, kann das ablenkend wirken oder sogar zynisch, wenn man sich da auf die falsche Seite stellt. Einer der wichtigsten Punkte finde ich den Respekt erstmal für das, was die Lebenssituation des konkreten Menschen ist. Also jemandem zu sagen, der mit einem materiellen Existenzminimum als alleinerziehende Mutter von Hartz IV lebt, zu sagen, wenn du nur richtig meditieren würdest, hättest du keinen Stress, das finde ich zynisch. Das finde ich sehr, sehr zynisch. Ja. Die Studien, die Bedeutung der materiellen Situation herausstreichen, finde ich da wichtig. Das ist aber auch das unmittelbare Erleben. Ja. Es ist nicht immer nur Geld, es ist die Sicherheitslage, es ist die Qualität der Beziehungen und so weiter. Ja? Also wenn jemand gerade gemobbt oder terrorisiert wird, dem dann zu sagen, naja, wenn du jetzt meditierst, dann ist alles gut, ist auch zynisch. Andererseits gibt es natürlich sehr, sehr oft das Anliegen, wie kann ich denn eine Herausforderung, die ich bejahe, in einer Situation, wo diese grundlegenden Dinge jetzt nicht das Thema sind, wie kann ich hier jetzt meine Resilienz verbessern, meine Stressfestigkeit? Und da gibt es einen enormen Pool an Möglichkeiten. Und da würde ich sagen, jemand, der in der glücklichen Situation ist, dass für bestimmte Grundbedürfnisse gesorgt ist, der hat, das hast du ja auch angedeutet, ja, mit Meditation, mit Achtsamkeit, vieles geht in diese Richtung natürlich. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Finde ich hochspannend, das ist dann auch ein wichtiger Teil der Werkzeugkiste, ganz viel machen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Und dann gibt es ein drittes Feld, das erwähne ich in meiner Arbeit nicht, außer dass jemand von alleine darauf kommt, weil es sonst, wenn ich es sagen würde, als Außenstehender, nicht Betroffener, auch wieder zynisch wäre. Es gibt manchmal Menschen, ich weiß gar nicht, ob wir es auf Band haben, du hast vorhin dieses Beispiel erzählt von einer jungen Frau, die sehr schwer krank ist und unglaublich strahlt und das unglaublich, also ein Glück vermittelt, eine unglaubliche Resilienz. Es ergibt sich aus meiner Arbeit mitunter, dass ich Sterbende begleite oder Unternehmensuntergänge oder ganz unglückliche Verläufe von irgendetwas. Und es kommt tatsächlich immer wieder vor, dass ohne dass ich, da bin ich sehr achtsam, ohne dass ich das irgendwie einbringe, dass jemand in einer Lage, die wirklich fatal ist, irgendwie es schafft, glücklich zu sein. Ja? Als Sterbender, als jemand, dessen Unternehmen gerade kaputt geht oder. Ja? Oder dessen Ehe gerade gescheitert ist. Nicht, dass nicht ein Teil leidet, aber es gibt irgendwo eine Art von Glück, das muss ich einfach auch respektieren, dass das offenbar möglich ist. Und das ist
offenbar möglich, manchen Menschen möglich, auch in einer ganz fatalen Situation sich für Glück zu entscheiden, was mir höchsten Respekt einflößt, aber was ich zynisch fände, zu sagen, vorzuschlagen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das Thema aus eigener Anschauung. Ich war mal ganz, ganz beeindruckt. Mein Vater ist mit 63 an Krebs gestorben und er wollte zu Hause sterben. Das haben wir ihm ermöglicht. Wir haben ihn dann halt also aus dem Krankenhaus rausgeholt, haben ihm dann so ein Zimmer eingerichtet und irgendwann saß ich dann mal bei ihm, wo ich mich frage, wo holt der Mann eigentlich die Kraft her? Ich habe dann einfach so im Gespräch zu ihm gesagt, ich sage, das ist doch eigentlich Mist. Das ist doch viel zu früh, das muss doch nicht sein. Sagt er, Junge, es ist alles in Ordnung. Sagt er, ich habe eine Bombenfrau kennengelernt. Ich habe gesehen, wie ihr groß geworden seid. Ich habe meine Enkel kennengelernt. Es ist in Ordnung, ich gehe zufrieden. Es ist gut. Stand ich dann auch erstmal. Sehr berührend. Das muss man dann erstmal verdauen. Ne? Mhm. Lars, gerade das Thema war ja auch angesprochen, Lebensabschied und so weiter. Es gab noch eine zweite Studie, die hat eine Sterbebetreuerin gemacht 2015 und die hat mal mit sterbenden Personen ein bisschen tiefer reingehorcht und Sterbende wünschen sich, sie hätten, da gibt es so 5 Punkte, den Mut gehabt, ihr eigenes Leben zu ändern, nicht zu viel gearbeitet, den Mut gehabt, ihre Gefühle auszudrücken und den Kontakt zu ihren Freunden aufrechterhalten und sich erlaubt, glücklicher zu sein. Ich habe so den Eindruck, das passiert mir auch manchmal. Ne? Früher war ich sehr viel glücklich, materieller. Schönes Auto, schöne Wohnung, alles gut. Das spielt für mich alles gar nicht mehr so sehr eine große Rolle. Ist das tatsächlich so, dass Menschen, wie ist das, wenn du mal mit Verbliebenen oder auch vielleicht mit sterbenden Menschen gesprochen hast, die diesen Weg dann noch vor sich hatten, ist das tatsächlich so, dass das... Diese Wünsche zum Glücklichsein wesentlich immaterieller werden? Oder passiert das zum Beispiel auch vielleicht bei ganz, ganz jungen Menschen? Hast du da Erfahrung? Also immaterieller, glaube ich, ja. Welche Wünsche im Vordergrund stehen oder was man überhaupt formuliert, das mag sehr verschieden sein. Das ist ja auch situativ abhängig. Der Tod oder die Endlichkeit des Lebens ist eine Realität, die wir aber ja im Leben ausblenden. Und sie kommt immer zur falschen Zeit. Das ist, glaube ich, auch eine Wahrheit. Also selbst Menschen, die ein langes Leben haben, hätten auch gerne noch ein noch längeres Leben. Und natürlich am liebsten ein Leben, was so gestaltet ist, dass es für sie gut ist. Also dass sie möglichst viele Facetten des Lebens wahrnehmen können, ohne in irgendeiner Weise gehandicapt zu sein durch Krankheit, durch Altersbeschwerden und Ähnliches. Die Realität ist eine andere und das Materielle tritt auf jeden Fall in den Hintergrund, weil das Materielle ist ja nichts, was bleibt. Also das kann ich auf jeden Fall nicht mitnehmen und es hilft am Ende auch nicht, wenn ich sozusagen auf mein Leben zurückblicke und Abschied nehme. Was vielen Menschen sehr wichtig ist, die versterben, ist, sich auszusöhnen. Also nochmal die Gelegenheit zu haben, mit Menschen zu sprechen, mit denen es auch nicht einfach war im Leben. Gerade wenn das Menschen sind, die vielleicht einem besonders nahe sein sollten, aber es ja nicht immer sind. Also gerade rund um Tod und Trauer gibt es nicht nur harmonische Familienszenarien, wo man sich gegenseitig trägt, sondern manchmal auch, dass Familien bitter zerstritten sind, manchmal auch aus materiellen Gründen dann wieder. Manchmal aber auch, dass es irgendetwas gab, was man nicht miteinander aussprechen konnte, wo man sich nicht versöhnen konnte. Und das ist sowohl für die Hinterbliebenen schwierig, wenn da Schuldgefühle bleiben, als auch für die, die gehen. Mhm. Also das wäre das, was ich am ehesten benennen würde, diese Frage des Umgangs, sind wir uns was schuldig geblieben oder sind wir voneinander frei und können mit Dankbarkeit auf das zurückblicken, was uns verbunden hat im Leben und dann ja tatsächlich auch über das Leben hinaus verbindet. Denn das hört ja nicht auf. Also nur dadurch, dass eine Person nicht mehr mitten unter uns ist, jetzt in materieller Natur, bleibt sie ja trotzdem präsent und sie wirkt auch nach. Natürlich, sowohl biologisch gesehen, wirken meine Vorfahren in mir nach, auch genetisch. Auch da, denke ich, gibt es ja Veranlagungen,
welche Hormone wie im Körper ausgeschüttet werden. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders und das ist ein Stück weit auch erbbedingt. Aber natürlich auch die Dinge, die ich mir abgeguckt habe oder die mir vorgelebt worden sind. Das sind alles Sachen, die mich begleiten und von daher bin ich auch immer ein bisschen meine Familiengeschichte. Und das auszusöhnen, damit im Reinen zu sein, das ist, glaube ich, für den Moment des Abschieds ganz wichtig und hilft dann auch, den Abschied zu respektieren und auch damit am Ende zu dem Moment zu kommen, dass man sagen kann, das ist gut und ich kann trotz aller Trauer glücklich sein, dankbar sein für das, was uns verbunden hat. Hast du das tatsächlich mal erlebt, dass Menschen glücklich von dieser Welt gegangen sind? Mit glücklichem sich, mit Sinne, also ich habe auch erlebt, dass Menschen mit einem Lächeln von dieser Welt gegangen sind, das ja, also nicht sogar sehr häufig. Ich finde, dass Menschen, wenn sie verstorben sind, im Regelfall, es gibt Ausnahmen, aber im Regelfall einen wirklich sehr friedfertigen Gesichtsausdruck haben. Also da ist schon ein bisschen was von Erlöstheit irgendwie abspürbar. Also natürlich deutet man das dann auch rein, das mag im individuellen Fall auch sehr verschieden sein. Dass Menschen tatsächlich auch lächeln, das hängt ganz stark dann von dem Gesamtszenario ab. Ich habe vor etwas über einem Jahr meinen eigenen Vater verloren nach schwerer Krankheit. Und wir sind als Familie zusammengekommen und zwar auch als Patchwork-Familie. Was ja durchaus auch konfliktär ist und nicht einfach. Aber am Sterbebett ging das gut. Und das war etwas, wo ich das Gefühl hatte, dass das auch meinem Vater geholfen hat, sterben zu können, also auch gehen zu können. Mhm. Denn auch das ist eine Sache, die man beobachtet in diesem letzten Moment, dass manche Menschen gar nicht sterben können, weil die Angehörigen sie nicht gehen lassen können. Mhm. Und da einen Frieden zu finden, das ist schon etwas, was ich auch als Glück bezeichnen würde, in diesem Sinne, wie ich es eingangs definiert habe, also dass es gut ist. Es ist ja auch tatsächlich ein Prozess. Sterben heißt ja in dem Moment dann auch vom Leben loszulassen. Loslassen, das ist ein Stichwort, glaube ich, für dich. Ich würde mal ganz kurz zum Thema Stress sagen. Ne? Die Frage ist immer, was verursacht den Stress? Und ich arbeite ja viel mit Studierenden zusammen. Ich biete auch seit 2 Jahren diesmal so ein Seminar zum Thema Glück und erfülltes Leben mit Studierenden aus Fallio-Hochschule im Masterprogramm. Was ich sehr häufig sehe, dass dann auch so unheimlich viel Wut mit drin ist. Ne? Wut gegenüber das System, Wut gegenüber, ich habe nicht die gleichen Möglichkeiten wie die anderen Studenten. Ne? Dann kommt auch Neid auf und dann kommt auch so mit Gier auf. Und ich erlebe sehr häufig, dass die Studenten dann immer so in dieser Opferrolle sind. Ne? Ich kann dafür nichts, ne? Die anderen machen das. Und ich versuche mit den Seminaren Leute zu motivieren, komm raus aus deiner Opferrolle, gestalte dein Leben. Stress ist auch viel von mir selber beeinflusst. Es gibt natürlich externe Faktoren. Ne? Da muss man aber überlegen, ob ich die annehme, die Faktoren, und damit leben will, oder ob ich sage, Schluss, ich ändere das. Also ich finde, wir können unheimlich viel machen. Und ich kriege immer wieder die Frage, ja, Hofmeister, was kann ich denn machen, damit ich glücklich werde? Ne? Ich kann gar nichts machen. Ne? Das Glück, das ist du selber. Du bist für dein Glück verantwortlich. Du entscheidest, möchte ich glücklich sein oder nicht? Möchte ich Opfer sein oder möchte ich gerne Schöpfer sein? Natürlich gibt es dann die Ausnahmen, wo es dann echt schwierig ist. Ne? Ich betreue auch so manchmal Familien, die kommen auf mich zu und fragen mich, ob ich dir helfen kann. Als vier Familien, alleinerziehende Mutter und so weiter. Da ist natürlich auch eine Wut, ja, gegen das Jobcenter. Ja. Aber wenn man dann auch so mit den Leuten, auch die man begleitet, auf die einredet, kann man auch viel Wut auch so wegnehmen. Ja. Und dieses Thema Achtsamkeit, also diese Wut und die Hass, die ich immer drin habe, die hier drin ist, die Wut. Ne? Wer bestimmt das, dass ich die Wut immer drin habe? Das bestimme ich ja selber. Ich bestimme das, ob ich das haben will. Ich steuere meine Gedanken, wenn ich das kann. Ist natürlich die Kür, dann mit Mindfulness-Übungen dahin zu kommen. Das ist kein einfacher Weg, das dauert sehr, sehr lange. Ne? Das soll, wenn ich Marathon laufen will, dann muss ich auch 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre trainieren dafür. Aber ich glaube fest daran, dass man viel besser mit Stress umgehen kann, wenn wir auch in der Gemeinschaft immer so daran glauben, an Achtsamkeit und Mindfulness. Das ist aber tatsächlich auch das, was ich vorhin gemeint meinte. Schaffen wir es denn wirklich, können wir es denn entscheiden, mit Stress umzugehen? So wie ich dich jetzt gehört habe, ist es ein sehr langer Weg, ein sehr langer Prozess, das zu erlernen, aber man kann es tatsächlich. Siehst du das so ähnlich, Jörg? Kann man das tatsächlich lernen? Na, ich möchte wieder aufpassen, dass das nicht zu allgemein klingt, weil nichts gilt immer. Ich werde dazu gleich versuchen, was zu sagen, was für manche Menschen aber wiederum Gift wäre, weil es sie nicht da abholt, wo sie sind. Mhm. Ja? Es gibt mitunter
vielleicht ja kurz vorweg, wenn Menschen in Not sind, ziemlich egal in welcher, habe ich so selber mal mir gesagt, es gibt zwei ganz, ganz grundsätzlich unterschiedliche Bedürfnisse, die als erleichternd oder als hilfreich empfunden werden. Ja? Wenn ich zwei Menschen habe, die in der gleichen Not sind, scheinbar, ja, dann möchte der eine hören, wird schon, ist nicht so schlimm. Ja? Wenn man das dem anderen sagt, geht er hoch wie Rakete und fühlt sich, du hältst mich nicht aus, es geht mir so schlecht fühlt sich überhaupt gar nicht gesehen und verstanden. Und dann gibt es den, der möchte hören, und es ist aber wirklich schlimm, der braucht sozusagen Empathie und Mitgefühl und den Eindruck, er wird erstmal gehalten, wie er ist. Containment. Eine der wichtigsten Eigenschaften eigentlich eines Beraters. Ja? Dass ich möglichst nicht eine Situation erzeuge, wo ich sage, ich helfe dir jetzt, damit ich dich besser aushalte. Sondern ich halte dich aus und wenn du dich um deinetwillen ändern willst, dann bin ich dabei. Aber wenn du erstmal eine Klagemauer brauchst, bin ich erstmal deine Klagemauer. Mhm. Auch das kann abgleiten, aber ja, erstmal diese, bleiben wir mal auf der positiven Seite. Das heißt, es gibt den Menschen, der freut sich, oder was heißt, er freut sich, ist vielleicht falsch gesagt. Ja, manchmal freut er sich vielleicht sogar, aber der spürt Erleichterung, wenn er erstmal nur ausgehalten wird mit seiner Klage. Wenn ich das wiederum mit dem anderen mache, ja, oh, es geht mir immer schlechter, das ist eine ganz schlechte Stunde gewesen und ich war danach so depressiv und ich habe den Trost gebraucht. Das entscheidet sich in dem Gegenüber. Unter der Voraussetzung, dass jemand in der Lage ist, mit Lösungsorientierung etwas anfangen zu können, das muss ich vorweg schicken, gibt es eine ganze, ganze Menge Möglichkeiten. Zum Teil, ja, mir fallen Menschen ein, die praktizieren zum Beispiel seit 30 Jahren Zen. Die haben natürlich eine Gelassenheit und eine Stressresilienz, die kriegt man nicht mal eben in einem Jahr irgendwelche Übungen machen. Ja? Es gibt aber mitunter auch die Möglichkeit mit relativ einfachen Werkzeugen, das ist mehr eine Frage des Know-how. Ja, ich stelle ganz, ganz oft fest, dass wenn der Moment richtig ist, manchmal sehr einfache Dinge helfen, zum Beispiel, wie gehe ich mit Verantwortung um? Ja? Was du beschrieben hast, wie es bestimmten Studenten geht, das kann ich natürlich als jemand, der sehr auf den Einzelnen guckt, nicht global für eine Gruppe sagen. Ja, aber ich kann es definitiv für Menschen sagen, die ich gut genug kenne, dass es mitunter furchtbar quälend ist, wie die ihre Situation erleben, bis sie dahinter kommen mit einer einfachen Technologie, die man in 1, 2, 3 Stunden machen kann. Man sagt, das gehört gar nicht ins Jahr 2021. Ja? Ich reagiere, und das habe ich zum Beispiel auch im Coaching, die total kompetent sind, erfolgreich, bla und alles, dass die auf einmal mit einer bestimmten Institution oder mit einem bestimmten Politiker oder mit einem bestimmten Mitarbeiter überhaupt nicht klarkommen, keine Lösung finden, einen unglaublichen, wirklich so geraten. Ja? Und dann finden wir raus, das gehört eigentlich in die Zeit, wo der 8 Jahre alt war. Ja? Das ist auch keine Therapie. Das überhaupt nicht. Ja? Das ist für einen therapeutischen Prozess viel zu kurz. Aber das kann man ergänzen und sagen, es gibt diese Erkenntnisse. Ich merke, ich habe gedacht, das Problem ist hier. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo ich erkenne, das Problem hat aber mein 8-Jähriger, dann gibt es eine Möglichkeit, die wirklich mitunter mit unglaublich wenig Zeit zu einer Erkenntnis führt, sagen, ich identifiziere mich mit meinem reifen, erwachsenen Persönlichkeitsanteil. Ja? Der Frau oder des Mannes des April 2021. Hm. Ich habe das alles überlebt, ich stehe hier, ich bin bis hier gekommen. Ich bin noch in der Gegenwart, ja? Sinnlich in der Gegenwart. Ja. Was immer da war, kann logischerweise keine Gültigkeit mehr haben. Und in dem Nicht-Eins-Sein mit dem schaue ich mit Mitgefühl auf das 8-jährige Kind, das ich war. Und eben nicht süßlich. Das funktioniert bei großer Not eben nicht. Ja? Sondern dann sind für mich zwei Komponenten wichtig. Anerkennen, wie schlimm das wirklich war. Ohne zu sagen, oh, und jetzt nehme ich dich in den Arm und mache das gut. Das geht ja nicht. Das war ja so. Und dann zu sagen, und ich erkenne deine Überlebensfähigkeit an. Alle die Werkzeuge, die du
entwickelt hast, alles, was du geopfert hast. Ja? Ich bin der, den es nur gibt, weil du das schaffen wirst. Und auf einmal hat dieses Kind eine Würde. Es ist kein armes Hascherl, sondern das hat Furchtbares erlebt und es hat unglaubliche Resilienz bewiesen, denn es gibt mich. Ja. Und dann entsteht, das reicht mitunter. Das habe ich jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber dieses Merken, hey, ich kann voller Respekt und Dankbarkeit auf dieses Kind gucken, das ich war. Dann hat es plötzlich Würde und dann macht es Sinn. Ja? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Das war so eine sehr verkürzte Darstellung, die unglaublich Kraft geben kann. Und ich sage es mal, natürlich klappt das nicht immer. Mhm. Aber wenn die Zeit reif ist, dann dauert das 30 Minuten und die Welt sieht komplett anders aus. Also bei mir gab es mal eine ähnliche Erkenntnis, die ist dann erst irgendwann mal gereift. Ich habe in der Jugendzeit durch einen familiären Krankheitsfall, war das dann mal so, dass ich im Alter von 12, 13 Jahren im Prinzip mit meinen Eltern gar keinen Kontakt mehr hatte. Die mussten sich um ein anderes Familienmitglied kümmern, der war schwer erkrankt. Und ich bin dann hergegangen, mein Vater, ich kann mich entsinnen, der kam rein und sagte, Junge, wir müssen uns mehr um deinen Bruder kümmern und so weiter. Und ja, ist in Ordnung. Bei mir hat das natürlich ausgelöst. Ich habe meine Eltern nicht mehr nach Taschengeld gefragt. Ich habe meine Schule alleine fertig gemacht. Zwar mehr schlecht als recht. Das hat halt für unglaublich viel Zündstoff gesorgt. Und das ging dann teilweise dann wirklich so weit. Ich war dann in der Lehre, war dann irgendwann mal krankgeschrieben. Meine Eltern wussten von gar nichts. Mittlerweile war ich ein junger Erwachsener, 18 oder so, 18, 19. Wohnte immer noch zu Hause. Aber eben, wie gesagt, ich wohnte zu Hause, aber es gab keinen Kontakt. Meine Eltern wussten nicht, was ich tue. Ich wusste nicht, was meine Eltern von mir wollen. Also das hat ganz böse Folgen gehabt, dann auch familiär. Bis ich dann irgendwann mal, das gab es mal zu Weihnachten, gab es mal nach einem Riesenstreit, gab es mal ein Essen. Und da ist dann allen mal bewusst geworden, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Eltern mehr. Meinen Eltern ist bewusst geworden, wir hätten uns auch um dich kümmern müssen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich hätte aber auf den Tisch schlagen müssen. Ich hätte auch sagen müssen, hallo, ich bin auch noch da. Und dann hat sich das plötzlich in Luft aufgelöst. Und mein alter Herr, der vorher mein Feindbild Nummer 1 war, war plötzlich mein bester Freund. Also das hat sich so super entwickelt. Und heute im Nachhinein, so im reiferen Alter, bin ich sehr dankbar dafür. Weil ich habe für mich selber Ideale gebildet, mit denen ich gut klargekommen bin. Und bin heute auch sehr stolz darauf, dass ich diese Ideale habe. Und ohne das Leid aus der Jugend wäre ich heute nicht der Erwachsene, der ich heute bin. Ich bilde heute junge Menschen aus. Bin früher kaum durch die Schule gekommen und dergleichen. Bilde heute junge Menschen aus. Ich habe einen alten Kollegen von mir getroffen, der habe ich erzählt, ich bin Ausbilder. Sagt, der wäre fast vor Lachen zusammengebrochen, ausgerechnet du. Ich sage, der wäre denn besser geeignet als ich? Ich weiß doch genau, welchen Mist Jugendliche bauen können. Aber im Augenblick ist das so, wir sind jetzt so ein bisschen an so einer Ecke hängen geblieben, glaube ich. Thema ist ja eigentlich Glück und wir reden jetzt gerade sehr viel, wie kann man Glück erlangen, wie kann man es zurückkriegen. Woran merkt man denn überhaupt, dass man unglücklich ist? Kommen Menschen zu dir und sagen, ich bin unglücklich, was kann ich dagegen tun? Oder? Also so direkt selten. Wir haben ja in Deutschland die Gepflogenheit, wie in vielen anderen europäischen Ländern, dass man sprachlich gerne so fragt, man sagt einen guten Tag, vielleicht wünschen die einen guten Tag und man fragt, wie geht's? Und man erwartet ja eigentlich, ja gut, oder dir auch, schönen Tag. Und manchmal antworten Menschen nicht so. Und dann wird es spannend, weil man dann in der Tat eine Wahrnehmung hat, okay, da ist jetzt gerade hier jemand, der fällt aus der Norm mit der Antwort. Und dann ist es gut, da sensibel zu sein und dem ein bisschen nachzugehen, was ein schwieriger Faktor manchmal ist, weil wir diese Floskeln ja eigentlich so im Vorbeigehen verwenden, ohne sie nun wirklich in dem Moment zu reflektieren. Und manchmal, also ja, ich meine das schon immer, dass ich jemandem auch einen schönen Tag wünsche, aber ohne jetzt wirklich diese Person in ihrer Gänze wahrzunehmen und alles abzuwägen, was da vielleicht an Ambivalenzen auch in der Person in dieser Situation unmittelbar mir begegnet.
Und dem dann aber nachzugehen, wenn man die Zeit hat, wenn es ein Rahmen und ein Setting ist, der das ermöglicht, da ist nicht jeder Rahmen für geeignet, dann kann das sehr spannend sein. Und manchmal auch in ungewöhnlichen Rahmen, also auf sowas wie Empfängen oder in einer Pause im Theater, also wo wirklich der Zeitdruck eigentlich da ist und man sagt, das ist eigentlich der ungünstigste Zeitpunkt, um irgendwie ein sensibles Thema anzuschneiden, kommt sowas manchmal auf. Aber und den günstigen Zeitpunkt gibt es ja eigentlich gar nicht, haben wir ja schon festgestellt, ne? Einen günstigen Zeitpunkt für sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also der günstige Zeitpunkt ist ein Zeitpunkt, würde ich sagen, der im Grunde genommen mehr Raum lässt, um tatsächlich dem nachzugehen. Mhm. Aber oft ist meine Erfahrung, sind das dann nicht die Räume, die genutzt werden. Mhm. Sondern es ist ja auch ein Schutzmechanismus, dass ich mich da offenbare, wo ich weiß, da ist jetzt ein Zeitfenster gesetzt, da kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel nachfragen, weil wir gleich wieder in die Theatervorstellung müssen oder was auch immer das jetzt ist. Und trotzdem ist es ja im Grunde genommen so etwas wie ein Notsignal aussenden. Und für mich ist es dann, wenn ich es registriere, auch das gehört ja dazu, ich kriege auch nicht jede Botschaft mit, die mir jemand sendet. Nicht alle sind so direkt, sondern es ist ja manchmal viel subtiler, wie einem signalisiert wird, dass vielleicht jemand gerade Not hat. Aber ich versuche dann natürlich Situationen zu schaffen, wo mehr Raum, mehr Zeit ist, um wirklich nachzufragen und dem nachzugehen. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, die Standardfloskel ist ja einfach, da sagt jemand Guten Morgen und er meint das auch so. Na, dann, das ist die schönste Variante, alles ist gut. Aber so manchmal, wie du schon angesprochen hast, diese Eile manchmal, da sagt dann einer, man sagt Guten Morgen, wie geht's dir? Ach, mir geht's gerade nicht so gut. Ach, das ist ja schön. Und geht einfach weiter und verpasst diesen Moment einfach völlig. Ne? Und, aber ich glaube, dass wenn jemand sagt, mir geht es schon nicht mehr so gut, ich glaube, dann ist eher der Zeitpunkt, dass sie zu dir kommen, ne, Jörg? Oder wie ist das bei dir so? Wann merken das die Menschen einfach, ich brauche Hilfe? Hoch, das ist nicht die gleiche Frage. Hilfe, Unterstützung, das sind ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, mit denen die Menschen kommen. Not ist eine Variante, Unglück ist eine Variante. Mitunter lässt es sich aber gar nicht in irgendetwas, in irgendeine einfache Kategorie fassen, sondern die Menschen kommen manchmal, weil sie sagen, ich stecke in einer Herausforderung und ich glaube, dass ich die besser bewältige, wenn ich mir dabei Assistenz hole. Ja, irgendeine Art. Insofern ist es nicht automatisch Unglück, was die Menschen zu mir führt, sondern manchmal Umgang mit Glück zum Beispiel. Ja. Ja. Wie kann ich jetzt mit dem, was ich hier habe, so umgehen, dass ich es erhalte? Ist ja, oder dass ich es gut nutze? Ja. Es ist manchmal so, aber ich müsste jetzt direkt nachdenken. Ich würde sagen, oh, ja, natürlich im Bereich der Therapie gibt es natürlich immer eine Art von Leid, sonst kommt man ja nicht, sonst hat man kein Symptom. Ne? Und wenn ich die Gelegenheit nutze, ich glaube mehr an die Intelligenz der Menschen als an ihre Dummheit. Das hilft. Sehr. Was mitunter, und das würde ich schon sagen, das ist eine Art von Glück, wenn jemand den Sinn dessen erkennt, wie er geworden ist. Ja? Wir leben in einer Kultur, wo manche Dinge, wir haben für manche Dinge keine Initiation, das wird nirgends breit gefächert genug vermittelt. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, jemand hat komische Kommunikationsgewohnheiten als Chef, ja? Konfliktvermeidung kommt dadurch in vorhersehbare Schwierigkeiten, also wirft er sich vor, oh, ich vermeide immer Konflikte. Nehmen wir das als ein Beispiel. Oder jemand sagt, ah, ich reagiere immer so depressiv. Ich mache mich immer so klein in Konflikten. Zweites Beispiel. Das sind jetzt zwei Beispiele, wo ich dann häufig beobachte, die Menschen werfen sich das vor. Ach, ich bin so blöd, ich bin so beschädigt, ich bin so, ja, pathologisiert. Was mitunter sofort glücklich macht, ist zu verstehen, beides, und das meine ich absolut ernst, das ist kein rhetorischer Trick, diese Kommunikationsgewohnheit ist vielleicht entstanden, um einen jähzornigen Vater zu überleben. Diese Depressivität ist ein Schutzmechanismus. Wenn man sagt, du hast Depression, war ein kluger, intelligenter, altersgemäßer Schutzmechanismus, um gegenüber einer bedrohlichen Umgebung besser zu überleben, als in den offenen Konflikt zu gehen und dabei einen viel größeren Schaden zu nehmen. Also, ja, die Formel für Depression ist ja auf einer gewissen Ebene Wendung der Aggression gegen das Selbst.
Ja, dann sitzt man so da. Ja. Es gibt ja den Wolf im Schafspelz. Ja. Und manche Leute sind sozusagen klug und ziehen sich so einen Dummpelz über. Ja. Und einfach um zu überleben. Und das dann zu sagen, hey, das ist eine intelligente Überlebensleistung gewesen des Menschen, der so und so viele Jahre alt war. Na, nicht jeder ist dann gleich glücklich, aber manche sind dann tatsächlich gleich glücklich, weil sie würdigen können, hey, da hat etwas in mir eine intelligente Überlebensleistung gebracht. Und das ist erstmal auch zu würdigen. Ja. Gleichzeitig ist das aber ja kein Prozess, den man wahrscheinlich bewusst macht. Kenne nur wenige Fälle, die mir einfallen würden, wo jemand sozusagen als Schutzmechanismus ganz bewusst sich das dunkle Fell übergezogen hätte, sondern was ja mit einem passiert. Also man ist da ja fast eher Objekt als Subjekt. Und man muss sozusagen das Subjektive wieder zurückerlangen. In diesen Prozessen, wo man herangeführt wird, in die Reflexion über sich selber kommt und überhaupt auch Zusammenhänge ein Stück weit für sich einordnet und versteht. Diese Bewusstheit geht erst im Nachhinein normalerweise. Genau. Genau. Und das ist auch der Unterschied, wie du sagst, es widerfährt dem Menschen erstmal. Und wenn er dann Pech hat oder darüber noch keine Hilfe bekommen hat, hält er sich aber vielleicht für verkehrt. Mhm. Ich bin ja nur beschädigt. Mhm. Ja. Wir müssen aber auch aufpassen in der Diskussion, über welche Zielgruppe wir sprechen. Ja. Du hast eine Zielgruppe, wo Leute hingehen, die psychisch wirklich ein Problem haben und Hilfe und Orientierung brauchen. Teilweise, ja. Oder teilweise, die Hälfte, ne? Meiner Gruppe. Bei mir sind das eher so Studierende, die an meinem Seminar kommen, einmal aus der Idee heraus, bin einfach neugierig, was da gemacht wird, oder Unternehmen buchen mich, weil die sagen, wir möchten gerne das Betriebsklima, die Teamfähigkeit erhöhen, und dann kommen wir ganz schnell auf das Thema Führung. Mhm. So Happiness at Work ist auch so ein Schlagwort, das alle immer so sagen, Happiness at Work. Ich finde das ganz gut, ich nutze das ganz gerne, um so ein bisschen zu provozieren mit Glück. Ne? Kann Glück auf der Arbeit glücklich machen oder ist das profitabel für die Unternehmen? Es gibt dann die Happiness Officer, die Wohlfühlmanager. Ne? Und ich mache das ganz gerne. Eigentlich könnte ich Glück auch ersetzen mit werteorientierte Führung. Also was ich gerne machen möchte, ist in meinem Seminar, oder was ich auch mache, ist, dass ich erstmal so Wertearbeit mache. Was sind denn eigentlich meine Werte, die ich habe? Ne? Erstmal lebe ich die Werte? Mhm. Sind die Werte auch erfüllt? Mhm. Ne? Und dann gucken wir uns ganz genau an, welche Werte sind denn wichtig für mich, aber sind nicht erfüllt. Und da steigen wir dann ein. Warum sind die nicht erfüllt? Und das macht dann unheimlich viel Spaß. Und auch zum Thema Endlichkeit des Lebens. Ne? Ja. Ich schaue mir dann immer so Papier, Zentimeter, was es jetzt im Kaufhäuser immer gibt, ein Meter. Ne? Und dann sage ich, IKEA, na gut. Die IKEA-Mess. Oder wie auch immer. Ne? Also so ein Meter Papier aus dem Möbelhaus. Ja, genau. Ne? Dann, was schätzt du nochmal, wie alt zu werden? Ne? Ja, 85. Also sag mal bewusst, wo ich das Leben aktiv noch wahrnehme. Und dann reißt man 85 Zentimeter ab. Ne? Wie alt sind sie jetzt? Ja, 25. Ja, reißt sie auch mal ab. Ne? Und das ist es. Das ist das Leben. Was mache ich da jetzt drauf? Und da geht es mir auch so eher darum, zum Thema so glücklich und erfülltes Leben. Ich möchte meine Studierenden oder die Menschen dafür sensibilisieren, auch das zu machen. Du hattest ja vorhin das Beispiel gebracht, Versterbende bereuen. Ne? Und dass man das macht, was wirklich für mich wichtig ist, so mein Leben, ne? Dass ich nicht das mache, wo die Eltern sagen, mach mal das ist gut, das ist wichtig. Sondern auch, dass sie wirklich was machen, wo ich Spaß habe, wo ich auch Erfüllung finde, wo ich meine Schwerpunkte, meine Talente ausleben kann. Und nicht, wo ich einfach gut Geld verdiene und einen sicheren Job habe. Und das ist für viele Studierende am Anfang noch schwierig. Und da versuche ich die Studierenden zu sensibilisieren, in diese Richtung zu gehen. Und das macht unheimlich viel Spaß und auch so die Dankbarkeit der Studierenden, die man hinterher bekommt. Ne? Dass sie sagen, ja, ich wage das auch mal. Mut gehört auch dazu, ne? Ja. Das zu machen. In dem Zusammenhang braucht Glück ja eine hohe Fehlertoleranz. Und das ist eine Frage vielleicht an unsere Gesellschaft. Ich glaube, es gibt Gesellschaften, die sind fehlertoleranter als die deutsche Gesellschaft. Und manchmal, weil Sie Grundbedürfnisse eingangs angesprochen haben und gesagt haben, wenn die nicht abgedeckt sind, dann ist es schwierig, glücklich zu sein. Das stimmt, würde ich auch sofort so unterstreichen. Und ich finde das sehr wichtig, dass die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Ich habe lange Zeit im Ausland gelebt, auch in Ländern, wo der Lebensstandard deutlich geringer ist als bei uns. Die waren nicht unbedingt unglücklicher als wir hier. Und die waren oft zumindest weit unter dem Durchschnitt, den wir setzen würden für das, was sozusagen die Grundbedürfnisse befriedigen würde. Natürlich ist das, man vergleicht sich ja mit dem eigenen Kontext, dort dann was anderes. Aber es gab auch genug Menschen, die auch in dem dortigen Kontext, also wo die Grundbedürfnisse zumindest stark angefragt waren, was Dach über den Kopf, was Verpflegung, die gesichert auch für morgen da ist, betrifft, was Erziehung, schulische Ausbildung der Kinder betraf und ähnliches. Und das waren nicht zwangsläufig unglückliche Menschen, sondern es waren häufig Menschen, die dann das
kleine Glück, also diese kleinen guten Momente, die es im Leben gibt, ganz anders zelebrieren konnten und wirklich feiern konnten. Also wo ich denke, da können wir auch was von lernen. Und da gehört aber auch mit zu, dass man halt nicht denkt, Glück heißt Vollkommenheit. Also wenn wir das anstreben, dann wird es ja ganz schwierig, glücklich zu werden. Sondern auch im Zerbrochenen ist Glück zu finden. Und wenn ich die Risse im Leben akzeptiere, dann kann ich viel glücklicher werden, als wenn ich mir fest vornehme, ich muss irgendwie eine schöne Porzellanvase sein, die immer heil bleibt. Aber gerade das Thema so Tanzen oder Singen, ne, genau. So dieses Augenblicksgefühl so mehr so gut kommt, das erlebe ich immer wieder in Südafrika. Ich bin da regelmäßig an der Nelson Mandela Universität, nehme auch meine Studierenden damit und machen ein Seminar zum Thema Intercultural Intelligence und dann gehen wir auch auf das Thema Glück ein. Ja. Und dann, wenn man sich mal den UN-Report anguckt, ist Südafrika bei Weitem nicht so glücklich wie die Deutschen. Aber wenn ich mir das Augenblicksglück angucke, ja, wir hatten so ein Farewell-Dinner-Barbecue gehabt mit den Studierenden, waren dann 30 Leute insgesamt. Und dann kam einfach mal so die Idee, so aus Dankbarkeit, ne, dass jeder doch mal die Nationalhymne singen sollte. So, die Deutschen haben Probleme gehabt, dass es kein WLAN gab. Also kannte schon mal den Text gar nicht. Ne? Aber die Südafrikaner, die Deutschen, was auch irgendwie peinlich ist, auch so ein bisschen von der Erziehung her, ne? Die Südafrikaner aufgestanden, Hand aufs Herz, die haben das gesungen, voller Stolz und voller Liebe und Begeisterung für ihr Land. Oder ich werde nie vergessen, in Wildernis, dann gehe ich da in den Spar-Supermarkt rein, da sind die Leute am Singen und packen die Regale ein. Wenn ich hier am Arbeitsplatz singe, dann wird meistens gesagt, ja, geh mal zum Kollegen und lass mich mal beraten, was mit dir los ist. Also im Augenblick zu leben, ja, auch, wenn wir zum Thema Religion kommen, wie gehe ich mit Niederlagen um oder mit Stress um? Ja. Da hatten wir mal die Diskussion gehabt mit indischen Studenten, ich hatte 20 indische MBA-Studenten gehabt und 20 Masterstudenten Deutsche. Und da wurde gesagt, ja, wie gehe ich mit Stress um? Die Deutschen, ja, wenn ich Stress habe oder Niederlage, dann gehe ich ein Bier trinken oder ich gehe joggen oder ich gehe in den Wald raus. Ne? Und dann steht da eine Inder auf und ganz total überrascht und sagt, wie? Ihr geht nicht in den Tempel? Ihr holt euch nicht die Kraft von einem höheren Wesen irgendwie sowas? Ne? Und das fand ich, ich hätte gerade am Samstag auch noch mal so einen Workshop gehabt mit Nelson Mandela Studierenden, dann von der Northwood University in den USA und meine Studierenden. Haben wir dann zum Thema Lebensstile gemacht. Und ein Thema war auch Religion, ein Schwerpunkt, wo wir das so verglichen haben. Und da kam dann auch das Feedback hinterher, also wie schöpfe ich Kraft? Und das war für die Südafrikaner total überraschend, wie ungläubig die Deutschen sind. Und die konnten gar nicht glauben, wo holt ihr euch denn die Kraft her, wenn ihr aus Niederlanden kommt? Wie macht ihr das denn, wenn ihr nicht an einen Gott glaubt oder sowas? Und das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ne? Ich glaube auch ein Stück weit ist Glück auch eine Erziehungssache, glaube ich. Ne? Ich glaube, wir kriegen ja ganz viel auch aus dem Elternhaus mit, wie Eltern, wie Geschwister, überhaupt die Familie einfach mit Stresssituationen umgeht und dergleichen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt anerzogen bei jedem Menschen, oder? Na gut, wenn man in so Neurobiologie reinguckt, da gibt es so verschiedene Themen. Wie kommt Glück zustande? Ist Glück in den Genen? Habe ich jetzt ein gutes Gen, dass ich mehr Glück habe als andere? Das Gen gibt es ja sowieso nicht. Und die Wissenschaft sagt da so, man hat so 50%, habe ich so ein Glückslevel, der ist unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, wie im Gehirn die Botenstoffe irgendwie verarbeitet werden. Ich bin kein Neurologe, ne? Aber da gibt es so ein Glückslevel, den ich dann schon so habe. 10% sind so die Umstände, ne, die ich reingeboren bin, wo ich keinen Einfluss habe, wenn ich zum Beispiel ein schwerwiegendes Elternhaus habe mit psychisch Kranken. Aber 40% liegt in meinen Händen. Das kann ich selber beeinflussen. Und das ist ja das Thema Resilienz, was ja gerade jetzt so ein Modewort ist. Ne? Im Endeffekt stehen da viele Übungen dahinter und Maßnahmen, die schon lange dann auch so bekannt sind. Ne? Also klar, es gibt so ein Glückslevel, aber das ist nicht groß unterschiedlich zwischen den Personen. Ne? Aber der besteht erstmal. Und die Frage ist dann halt nun, wie kann ich denn nun meinen Glückslevel irgendwie beeinflussen? Ne? Und da ist dann die Wissenschaft dabei, die sagt zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen. Dann kann ich es schaffen, dann auch Momente glücklicher zu erleben. Aber der Kasus Knactus an der ganzen Frage ist, ich kann zwar mein Glücklichsein beeinflussen, aber am Anfang muss ich doch erstmal rausfinden als Mensch, was macht mich denn überhaupt glücklich? Und ich glaube, da muss man ganz tief in sich reinschauen, oder? Oder kennt ihr jemanden, der euch vom Fleck weg sagen kann, das macht mich glücklich? Ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach. Ich würde es einfach mal stellen, was macht euch glücklich? Im Endeffekt heißt es, fühle ich mich wohl oder nicht wohl, oder fühle ich mich unwohl, ne? Oder habe ich ein erfülltes Leben? Also Mutter Teresa, die ja wirklich ein sehr hartes Leben hat, hat in der Fülle gelebt.
weil ich auch eine Sinnhaftigkeit habe in meinem Leben. Also es ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ne? Eben, deswegen. Ich muss sagen, ich hatte ein tolles Leben gehabt, ein glückliches Leben, war bei Volkswagen, dann habe ich die Professur bekommen und dann Schwerpunkt auf International Management mit Automobilen, ne? War voll da drin, eine große Konferenz organisiert, Geld verdient. Ne? Und dann den Schlaganfall. Von einem Tag auf den anderen. Und dann war ich ein Jahr krank. So, und dann kommt man nochmal so, ja, es hat schon, das war schon so ein bisschen so, dann, man war da so drin, Anerkennung, man hat es im Außen gelebt, ne? Ich brauche die Anerkennung, ich brauche das Gehalt, ich bin dann der und der und der. Aber hat mich das wirklich erfüllt? Das ist die Frage, hat dich das glücklich gemacht? Und, ja, und deswegen habe ich dann, ich habe ja dann auch die Entscheidung getroffen für mich selber, ne? Was mache ich jetzt daraus? Viel zu häufig, wenn Schicksalsschläge passieren, dann ist man erstmal ziemlich gefrustet in dem Augenblick, weil man sieht gar nicht, welche Änderungen im Leben kommen. Wenn ich aber zurück betrachte, war der Schlaganfall, ich bin relativ gut davon gekommen, war da eigentlich ein Glücksmoment für mich. Weil durch Krisen, Krankheit und Konflikte, erst dann ändere ich wirklich mein Leben. Wie oft sagt man, ja, später, ich mache mal das, ich mache mal das. Das mache ich aber nie. Durch Krankheit, Krise und Konflikte werde ich auch in gewisser Weise gezwungen. Hm. Und ich habe es gemacht. Gut, als Prof hat man auch noch die Möglichkeit. Ne? Ich habe dann wirklich das Thema Glücksforschung für mich begriffen, weil ich finde, es gibt so viel, auch gerade im Bereich der Führung, in den Unternehmen, so viele Missstände, wo man auch mit dem Thema Happiness and Work dran arbeiten kann. Und ich habe dadurch wirklich meine Berufung auch gefunden. Und ich finde das so erfüllend, auch mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und jungen Menschen zu sagen, Leute, macht mal eine Standortbestimmung. Ne? Ihr trabt einfach los, wo wollt ihr denn eigentlich mal hin? Ne? Welche Veranlagung habt ihr so dafür, mal so eine Standortbestimmung zu machen? Ne? Und also von der muss ich sagen, also, diese Fülle und diese Sinnhaftigkeit, die kommt bei mir erst seit dem Schlaganfall so richtig durch. Und ich freue mich total, also ich habe, mein Beruf ist so meine Berufung. Ne? Ja. Und das wünsche ich auch jedem anderen. Und viele Leute, nicht alle, aber viele haben es in der Hand. Aber viele hängen noch zu sehr am Geld. Ich komme ja aus Wolfsburg und es ist natürlich, ich habe so viele Bekannte, die sehr unzufrieden sind, aber den Job nicht wechseln, weil sie eben in dieser hedonistischen Tretmühle drin sind, immer mehr und mehr und Geld und Geld. Und Geld macht glücklich bis zu einem bestimmten Einkommen. Das Geld ist schon sehr wichtig, weil dann die Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen. Genau. Aber es gibt dann keine positive Korrelation mehr bei einem bestimmten Einkommen. Da ist die Wissenschaft jetzt unstrittig, nicht einig, ab welchem Betrag. Ne? Aber ab einem bestimmten Betrag macht es Airplay gar noch unglücklich. Es steigt sogar die Gefahr, wieder unglücklicher zu werden, weil man dann ja auch Verlustängste hat und auch eine höhere Verantwortung, Reichtum verpflichtet. Was ich sehr spannend fand, was Sie beschrieben haben, was du beschrieben hast, war ja eine Deutung eines Momentes, der erstmal als schicksalhafter Moment gar kein glücklicher war, sondern erst in der Deutung im Nachhinein eine Feststellung, dass das eigentlich ein sehr glücklicher Moment war, weil der das Leben verändert hat. Und das Geheimnis ist ja letztlich, jeder Moment im Leben ist so ein Moment, den wir deuten können. Also wir haben es ja wirklich in der Hand und jetzt in diesem Moment kann irgendjemand, der das sieht, entscheiden, ich gucke mir mein Leben anders an und ich schlage einen neuen Weg ein. Wir tun es sehr, sehr selten in dieser Radikalität. Es braucht dann oft einen gravierenderen Einschnitt, um auch den Mut zu finden, Grundlegendes zu verändern, weil man ein Stück weit ja irgendwie in der Mühle auch drin ist. Aber das Potenzial ist eigentlich immer gegeben. Und der Akt, auch was dann am Ende sinnstiftend ist oder nicht, ist immer ein Deutungsakt. Und diese Deutungshoheit, natürlich kann ich mir das auch von anderen zuschreiben lassen, aber wenn ich halt nicht nur ein Schaf in der Herde sein möchte, sondern wenn ich ein Stück weit auch Eigenverantwortung für mein Leben übernehmen möchte, dann ist genau dieser Deutungsakt das Entscheidende, dass ich selber sagen kann, ich erlebe diesen Moment jetzt so, so ist er, aber ich kann mit diesem Moment noch was anderes gestalten und er muss nicht so bleiben. Es gibt natürlich Menschen, die dann in einer Situation gefangen sind, wo sie sich das selber so nicht sagen können. Dafür braucht es dann die Hilfe, dafür braucht es ein Stück weit Coaching. Manchmal braucht es dafür auch Medikamente, weil wenn die Hormonausschüttung einfach nicht so ist, wie sie ist, dann braucht man vielleicht auch Antidepressiva oder Ähnliches unterstützend. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, wo ich denke, das kann man ein Stück weit dann schon auch einüben. Also man kann sich selber ein Stück weit selber coachen, um in der Wahrnehmung und der Deutung dessen, was mich umgibt, positiver zu sein und damit auch glücklicher zu werden. Also die berühmte Frage nach dem Wasserglas, ob es halb voll oder halb leer ist, ja, das ist es ja am Ende. Und wenn ich immer sage, ja, es ist, da könnte eigentlich noch mehr rein,
dann kann ich auch nicht glücklich werden. Wenn ich sage, Mensch, da ist schon ganz schön viel drin und eigentlich ist das doch super, dann ist immer noch das gleiche Glas und meine Perspektive hat sich aber komplett gewandelt. Ja. Und das ist ein Stück weit auch das, was in Religionen passiert und was auch den christlichen Glauben mit ausmacht, dass wir aufgefordert sind, das Leben als etwas grundlegend erstmal Positives und Gutes wahrzunehmen. Also in der Schöpfungsgeschichte gleich ganz am Anfang, wenn dort beschrieben wird, wie Gott alles, was ist, ins Leben ruft. Also das ist ja ein Wortschöpfungsakt und das ist natürlich eine Metapher und nicht wortwörtlich zu nehmen, um das gleich vorwegzunehmen. Aber er sagt dann am Ende, Tov Mehod, sehr gut. Also das, was er geschaffen hat, ist sehr gut. Und das bedeutet zumindest für uns als Christen oder die in dieser jüdisch-christlichen Tradition stehen, dass wir davon ausgehen dürfen, wir selber und alles, was ist, ist erstmal sehr gut. Es hat das Potenzial zum Guten. Und diese defizitäre Brille, die wir dann oft aufsetzen im Leben, die müssen wir ein Stück weit versuchen zu handeln und zu gucken, wo kommt die denn eigentlich her? Und was ist es, was es mir nicht mehr möglich macht, dieses Gute, was da ist, als gut auch wahrzunehmen. Bis dahin, dass ich vielleicht meines eigenen Lebens müde werde, wobei ich sagen würde, dass du lebst, dass du da bist, ist ja an sich schon so ein Wunder und so ein Geschenk und so ein Glück. Nutze es doch. Vorhin hat jemand angesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es von euch war, das Thema Gesellschaft, also so Fehlerkultur in der Gesellschaft, glücklich sein in der Gesellschaft. Ich meine zu wissen, also ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt ein einziges Land, das in seiner Verfassung drinsteht hat, als Staatsziel, glückliche Menschen. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Land, das das hat. Was glaubt ihr, wie wichtig ist sowas, dass auch ein Staat, eine Gesellschaft anerkennt, jeder Mensch hat ein Recht, glücklich zu leben, in der Situation, in der er jetzt ist. Ne? Also das kann viele Facetten haben, das haben wir gerade gehört. Aber wie wichtig ist das, dass die Gesellschaft, dass der Staat das anerkennt? Was gut, das haben wir in Bhutan. In Bhutan wird ja gesagt, wir wollen den Reichtum eines Landes nicht danach messen, wie hoch das Bruttoinlandsprodukt ist, sondern wir wollen das Brutto-Happiness-Produkt dafür heranziehen. Ne? Und da werden dann immer regelmäßig Untersuchungen gemacht und so weiter, wie glücklich sie sind. Und auf Initiative von Bhutan wurde dann in den Vereinten Nationen eine Resolution in 2012 ausgesprochen und daraufhin ist der 20. März der Weltglückstag. Okay. Und seit dem 20. März, wo der Weltglückstag ist, werden immer regelmäßig Studien durchgeführt, unter anderem auch von Gallup. Also die Eingangsfrage, die du gerade auch gestellt hattest, das spielt auch in diese Studie mit rein. Das große Problem ist immer, wie messe ich Glück? Das ist so, also da kann man noch eine eigene Sendung von machen. Also es ist schon mal sehr schwer, Glück zu messen. Also nehmen wir mal das von den Vereinten Nationen. So, dann schauen wir uns mal an. Da ist zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt schon ein Faktor mit dabei, weil ein reiches Land kann dann entsprechend mehr auch der Gesellschaft bieten. Und wenn ich mir angucke, in den letzten Jahren immer, also die skandinavischen Länder haben immer schon sehr gut abgeschnitten, aber ein Land war immer unter den ersten drei und zwar Dänemark. Und dann wundert man sich so, Dänemark, ne? Ich bin gerne in Dänemark im Winter, ne? Aber da ist immer dann bewölkt, immer Regen, immer Wolken, dann müssen alle depressiv sein, wie können die so glücklich sein? Ne? Sind sie nicht. Und ich war dann auf einer Konferenz, Happiness at Work Konferenz in Kopenhagen, und da wurde das Thema auch aufgegriffen. Also das Wohlbefinden einer Nation, ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ist Vertrauen. Also kann ich meinem Land vertrauen? Das hängt dann auch da mit den Steuern zusammen. Ne? Ich bezahle viele Steuern, aber ich weiß mal ganz genau von diesem Lebensgefühl, was ich habe. Ne? Wenn ich mal aus dem System rausfalle, ich werde hervorragend aufgefangen und habe auch eine Chance, wieder zurückzukommen. Und das Geld, was ich eben an Steuern bezahle, wird auch vertrauenswürdig mit umgegangen. Ne? Das ist auch dieses Hüge, auch dieses Wohlgefühl, was man da so hat. Ne? Und das ist natürlich in Ländern, wo ich dieses Vertrauen nicht habe, da sieht man auch gleich, habe ich eine sehr hohe Unzufriedenheit. Und das kann man eben so gut auch übertragen. Wenn ich eben arbeite und habe Vertrauen meinem Arbeitgeber gegenüber, da habe ich schon mal eine wesentlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit, als wenn ich einen Mitarbeiter habe oder wenn ich einen Vorgesetzten habe, den ich nicht vertrauen kann. Oder große Konzerne. Also Vertrauen ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch für Gesellschaften, für das Wohlbefinden von Nationen. Und bei Religion heißt Vertrauen Glauben. Oh ja, okay. Also das ist eigentlich die hebräische Wurzel Emet,
die wir in der Bibel als Glauben übersetzen, hat in der Wortbedeutung auch Vertrauen und von daher liegt das ganz dicht beieinander. Ich glaube, das kann man viel weiter runterbrechen, gerade dieses Wort Vertrauen auch. Ich kann mich entsinnen, ich habe mich mal mit meiner Frau unterhalten. Wir sind Gott sei Dank seit 2001 zusammen und sonst kommt, glaube ich, wir führen eine wunderschöne, glückliche Beziehung. Wir haben noch nie gestritten in der ganzen Zeit. Wir diskutieren über Sachen, aber es ist nie ein böses Wort. Ich weiß selber bis heute nicht, woran das liegt. Also Asche auf mein Haupt. Aber sie hat dann irgendwann mal gesagt, was sie an dieser Beziehung eigentlich am schönsten findet. Da erzählt irgendjemand, Waltraud hätte dies und das getan. Und wenn sie mir sagt, das war anders, ich glaube ihr das. Einfach so. Ohne, dass sie es beweisen muss oder ohne irgendwas. Da ist so ein Grundvertrauen da. Und ich glaube, das ist so ein... Wie du schon sagst, so eine Grundlage dessen, dass man überhaupt glücklich sein kann. Ja, es ist ganz schwierig. Ich, wenn wir dazu gucken, wie das so kommt, du hattest ja von auch Resilienz gesprochen. Genau. Ne? Der Ursprung dieser Resilienzforschung ist ja von der University of California. Die haben da auf Hawaii mit 700 Kindern die 40 Jahre lang begleitet. Und die Kinder sind in prekären Situationen aufgewachsen. Die Eltern waren süchtig oder psychische Probleme gehabt oder Gewalt. Und interessant war, dass ein Drittel der Kinder, die in so prekären Verhältnissen aufgewachsen sind, fürsorgliche, empathische Eltern wurden. Und da fragte man sich, wie kommt das? Und daraus sind dann diese Themen der Resilienz entstanden. Und ich finde eigentlich so, das sind drei ganz wichtige Dinge da drin, die ich so für mich selber so mitgenommen habe aus der Forschung. Ne? Das eine ist, die Kinder haben eine Bezugsperson gehabt. Das müssen nicht die Eltern sein. Das war eine andere Bezugsperson, die auch an die Person geglaubt hat. Das kann ein Onkel sein, das kann der Opa sein, ein guter Freund, ein Trainer und so weiter. Das andere war eine hohe Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Kinder haben auch an sich geglaubt. Das heißt, wenn ich mehr einsetze, dann kriege ich auch so mehr mit raus. Ne? Und das dritte war, man ist auch bereit, sich Hilfe zu holen. Manchmal geht es einfach nicht. Starke Menschen, das ist so meine Erfahrung, die ich so mache, starke Menschen holen sich Hilfe, schwache Menschen versuchen das selber zu machen und kommen dann nicht weiter damit. Lars, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, wenn sterbende Menschen sind, es gehört dann immer dazu, dann auch loszulassen. Und bei dir, Mike, ist es so, ich habe mal bei dir in einem Vortrag gehört, da kam das Wort Loslassen auch ganz bewusst drin vor, um glücklicher zu werden. Mhm. Wie kann das funktionieren, dass man durch Loslassen glücklicher wird? Na gut, es gibt dann vielleicht irgendwelche Verhinderer oder Glaubenssätze, die mich dann irgendwie beeinflussen, dass ich mich nicht voll entfalten kann. Und ich muss dann vielleicht von alten Gewohnheiten auch erstmal Abstand nehmen. Und das ist natürlich relativ schwierig, von alten Gewohnheiten Abstand zu nehmen. Das Gleiche ist zum Beispiel, was wir gerade in der Pandemie jetzt erleben, die Freiheit, die ich eigentlich mal hatte, die ist jetzt auch eingeschränkt. Das heißt, ich muss dann auch gewisse Sachen, um loszulassen, auch einfach akzeptieren. Das ist einfach so, ich kann es nicht ändern. Und einer meiner Lieblingsglücksempfehlungen ist, will ich glücklich sein oder recht haben? Nun kann ich mich dagegen auflehnen, ob es nun richtig ist oder nicht richtig ist, ich kann es aber nicht ändern. Das heißt, ich muss es akzeptieren, ja, und dann werde ich auch glücklicher. Und beides geht manchmal nicht, glücklich sein und recht haben. Und dann treffe ich aktiv die Entscheidung. Es gibt, glaube ich, auch ein indisches Sprichwort, ich glaube, es kommt aus Indien. Es sagte wohl mal irgendwie ein weiser Mann, wenn du dich über etwas aufregst, das du nicht ändern kannst, dann reg dich nicht auf, weil du kannst es nicht ändern. Und wenn du dich über etwas aufregst, das du ändern kannst, dann reg dich nicht auf, sondern ändere es. Vielleicht auch so ein Weg. Nochmal so eine ganz allgemeine Frage, vielleicht nochmal an dich, Jörg. Manchmal ist so bei unseren Wünschen, die wir haben, da gibt es manchmal so ein bisschen Paradoxon drin. Ich habe manchmal so immer das Gefühl, wenn ich mal so daran denke, junge Menschen, die wollen immer möglichst schnell erwachsen werden. Kleine Kinder wollen dann Feuerwehrmann werden oder Astronaut oder Krankenschwester, Ärztin, whatever. Ne? Und alte Menschen, die wünschen sich meistens dann nochmal, Kind sein zu dürfen. Ist ja so ein Stück weit ein Paradoxon. Wünschen wir uns eigentlich immer das, was wir gerade nicht haben? Ich glaube, es ist viel intelligenter. Von allem, was es gibt, auch natürlich im Umgang mit Wünschen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir uns verstricken. Aber jetzt gucke ich mal nur auf die gesunde oder die hilfreiche Seite. Vielleicht hilft es auch zu sagen, wir unterscheiden mal ein bisschen zwischen Wünschen und Sehnsucht. Ja?
hinter einem Wunsch steckt manchmal etwas ganz Grundsätzliches, etwas, was eine Art Kompassfunktion für uns haben kann. Mhm. Und wenn wir die Tür aufmachen für Sehnsucht, für Hoffnung und Sehnsucht, dann ist da plötzlich ein Kompass und ganz viele Menschen, selbst wenn ich aus heiterem Himmel die Frage der Sehnsucht oder der Hoffnung stelle, verbinden sich plötzlich mit etwas zutiefst Authentischem, was sie manchmal selber überrascht. Und hinter vielem, was im ersten Moment merkwürdig erscheint, steckt eine Sehnsucht, die ein fantastischer Kompass ist. Aber es gibt ein paar kleine Dinge dabei, die wichtig sind zu verstehen, damit wir das gut nutzen können. Ganz kurz zusammengefasst, ich glaube, viel Zeit haben wir ja heute nicht mehr. Wenn etwas wirklich erreicht werden kann, ist es nicht die Sehnsucht selber. Die Sehnsucht ist sowas wie ein Magnetpol, wohin wir unseren Kompass ausrichten können. Und sie hilft uns, dass vorläufige Wünsche entstehen. Und dann streben wir etwas an. Ja, egal, was das ist, wir streben es an. Und dann nähern wir uns dem an. Manchmal ist es unerreichbar, das ist bitter. Manchmal scheint es erreichbar zu sein und es ist süß. Es hat immer diese bittersüße Qualität, ja, dass es erreichbar ist oder nicht. Aber selbst etwas, was sich erfüllt hat, kann uns ja wieder genommen werden. Dann sind wir bei der Fähigkeit, nicht nur mit Scheitern und Frustration umzugehen, sondern damit umzugehen, dass unsere Träume platzen. Dass die Objekte unserer Sehnsucht plötzlich verschwinden, uns genommen werden. Und dann, deswegen finde ich Reife, ich bin ein absoluter Fan von Reife, aber einer wirklichen Reife, die das Leben leichter macht, nicht dieses, ich muss jetzt reif sein. Wirkliche Reife versteht, dass das Objekt unserer Wünsche und Sehnsüchte immer vorläufig ist, auch wenn es nicht so scheint, weil wir nicht hart mit dem Leben konfrontiert werden. Aber ein Mensch, der das verstanden hat, zum Beispiel durch persönliches Leid oder durch Liebe, oder Freud sagt, es gibt Glück, Not und Liebe als Lehrmeister des Menschen. Egal wodurch, wenn wir das verstanden haben, dann kann etwas zerstört werden und dann gibt es Trauerreaktionen. Und wenn wir empfänglich bleiben, das ist eine Kunst, wie geht das? Das ist nicht so einfach. Wenn wir empfänglich bleiben und sagen, okay, ein Objekt meiner Sehnsucht ist mir genommen worden, dann wird die Sehnsucht mir ein neues Ziel vor Augen führen, wo ich dann wieder weiß, hier ist mein Kompass ausgerichtet. Und immer wieder sich mit der eigenen Sehnsucht verbinden zu können, um dann wieder den eigenen Kompass ausrichten zu können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ich finde das so einen intelligenten Mechanismus, wo, glaube ich, die Dichter auch sehr viel mehr davon verstehen als die Psychologen. Ja? Wir können in der Psychologie dann Dinge untersuchen, beschreiben und so ist alles gut. Aber da ist so was ganz, ganz Tiefes, Erfüllendes. Wenn wir nicht verlangen, dass die Sehnsucht erfüllt werden kann, sondern dass wir dadurch einen Kompass bekommen und eine Richtung, und immer wieder neu auch. Das ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz großer und wichtiger Glücksfaktor. Also wir haben ja eben auch nochmal ein bisschen Unterschied zwischen Sehnsüchten und Wünschen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal so in die Runde frage, wenn ich einen Wunsch habe, den ich mir einfach mal erfüllen möchte und der geht nicht in Erfüllung. Den Wunsch zu erfüllen, das würde mich erstmal glücklich machen. Wenn ich jetzt meinetwegen kurz davor stehe, ihn mir erfüllen zu können, dann kommt wieder irgendwas dazwischen, was meinen Wunsch halt wieder weiter wegrückt, dann entsteht ja auch wieder Frust. Wie geht man am besten mit sowas um? So ganz persönlich. Ich für mich sage dann, die Zeit wird kommen. Irgendwann, ne? Also ich bin so Verfechter, weil jedes Ding braucht seine Zeit. Es gibt manchmal Sachen, die, wenn ich sie jetzt erfüllen würde oder umsetzen würde, die würden jetzt überhaupt gar keinen Sinn machen, weil mir entweder die Reife dazu fehlt, die Würdigung dessen, dass ich es umsetzen konnte, irgendwas fehlt dabei, dann ist die Zeit einfach dafür noch nicht reif. Ich bin dann so ein Verfechter und sage, das kommt, das wird ganz von alleine kommen, so wie die Sehnsucht quasi so ein Kompass ist. Ne? Die Frage ist ja auch, ich habe mal so ein schönes Zitat gelesen, weil es mir vom Leben was kommt. Ne? Ich wünschte, ne, ich hätte damals gewusst, wie glücklich ich war. Und wir müssen eigentlich für viele Sachen auch dankbar sein und wertschätzen, die wir jetzt schon haben, machen wir aber gar nicht. Weil in dieser hedonistischen Tretmühle waren wir immer mehr, mehr, mehr. Ne, denn, wenn ich meine Studenten frage, ne, die vergleichen sich immer mit Leuten, denen es besser geht. Aber geht es denn wirklich besser? Und wenn sie mehr Geld haben oder mehr Vermögen, welchen Preis zahlen sie dafür, ne, den ich dann habe? Ne? Man vergleicht sie aber nie mit den Leuten, denen es schlechter geht. Das wird irgendwie nie so gemacht.
Und wenn es um Thema Geld geht, dann mache ich mal eine schöne Übung. Ne? Schreiben Sie mal 10 Dinge auf, für die Sie dankbar sind, die Sie aber nicht kaufen können. Und das macht dann auch nochmal sowas auf. Und ich habe so viele Möglichkeiten, ich habe so viele Optionen offen, denen ich mir gar nicht wirklich aktiv bewusst bin. Und durch diese Übung wird das nochmal aufgenommen und dann auch mal so, also auch mal wertschätzen, was ich so habe. Ne? Vielleicht bin ich gesund oder ich bin nicht ganz so krank. Ne? Weil Gesundheit gehört nicht unbedingt zum Glücksein dazu. Auch kranke Menschen sind natürlich auch, können auch glücklich sein. Ne? Ne, aber diese Wertschätzung und Dankbarkeit für die Chancen und Möglichkeiten, die ich habe, gerade auch in unserer Gesellschaft, ne, gerade in Deutschland, ich muss immer sagen, ich bin froh, dass ich in Deutschland geboren bin, ne, gibt es also für die meisten viele Möglichkeiten, das auch wirklich mal so aktiv wahrzunehmen. Jörg, ich glaube, du wolltest noch. Ja, ich bin so berührt von der Unterschiedlichkeit der Menschen. Ich höre uns hier, ich denke, ja, das stimmt unter bestimmten Umständen. Mhm. Ja. Du hast eine Gallup-Studie erwähnt. Gallup hat ja auch den Strength Finder, steckt ja auch hinter dem Strength Finder. Ja, also wo die grundsätzliche Begabungsstrukturen gesunder Menschen untersucht haben. Und Glück und Erfüllung muss immer angepasst sein, wenn es funktionieren soll, auf die jeweilige Begabungsstruktur. Ja, wenn jemand eine Höchstleistungsbereitschaft als Begabung hat, dann ist er nur glücklich, wenn ihm niemand vorwirft, dass er zur Entspannung nachts um 2 Matheaufgaben löst. Ja. Wenn aber jemand eine soziale Kompetenz als Schwerpunkt seiner Begabung hat, dann ist das für den, wenn er nicht weiß, wie unterschiedlich Menschen sein können, völlig irritierend, weil der was völlig anderes braucht für seine Erfüllung. Und ich finde es auch wichtig, auch jetzt gerade aus der Position als Berater, dass ich nicht da sitze und missionieren will und sage, komm her, dann mache ich dich glücklich. Ja? Ich darf nur auf Aufforderung helfen, glücklich zu machen, denn es gibt, sage ich mal so, Entwicklungsphasen. Ich kann kaum was anderes schlussfolgern aus meinen, wenn ich Menschen zuhöre. Da würden die Menschen mir zu Recht ins Gesicht springen, wenn ich sage, du musst jetzt aber glücklich sein. Es darf keine Verpflichtung zum Glücklichsein geben. Es gibt auch sowas wie so ein Glück im Nachhinein, wenn jemand sagt, ich habe meinen Kampf gekämpft. Ich war dabei nicht glücklich. Es hat mich so viel gekostet. Ich habe nur geackert, 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 aber es hat sich gelohnt. Es hat Sinn gemacht. Ja? Und dieses sich einsetzen für etwas, was Sinn macht. Da kommen wir heute wahrscheinlich nicht ansatzweise ins Detail, aber das würde gar nicht passiert sein, wenn er gesagt hätte, oh, wie kann ich denn jetzt so glücklich wie möglich sein? Gerade auch dieses situative Glück oder dieses emotionale Glück wird ja oft geopfert. Zimbardo hat mal ganz schön das zusammengefasst, wie gehen wir mit Zeit um? Vergangenheitsorientierung, Gegenwart und Zukunft. Ja? Und jetzt muss ich auch wieder sagen, gilt nicht für jeden. Vorsicht, also wer sich darin nicht wiederfindet, der ist nicht verkehrt, der hat eine andere Begabungsstruktur. Aber für ganz viele Menschen kann man sagen, der Blick in die Vergangenheit gibt uns Wurzeln, der Blick in die Gegenwart, da sind wir hier, das gibt uns Kraft, und der Blick in die Zukunft gibt uns Flügel. Ja? Und nur die Menschen, da gibt es ja diese Untersuchung mit Kindern, opfern die ihre Marshmallows für später und so. Ja? Und die in der Lage sind, jetzt auf etwas zu verzichten, damit sie später was davon haben. Ja, die verzichten auf dieses situative Glück und werden dann von anderen manchmal dafür kritisiert. Mhm. Aber es sind die, die am Ende im Leben erfolgreicher sind und mehr ihre Ziele erreichen. So. Und dann, welche Art Glück, will jemand im Moment überhaupt glücklich sein? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Und dann muss ich als Berater nur sagen, okay, ich kann dir versuchen zu assistieren, aber wir müssen erst mal gucken, wie bist du denn gestrickt von deiner Begabungsstruktur her, von deinen Zielen, von deiner Lebensphase oder als Vertreter deiner Institution? Worum geht es denn jetzt? Okay, ich kann nur das unterstützen mit gutem Gewissen, wo ich sage, und darum geht es jetzt für den auch gerade. Letztlich, das, was wir hier tun, wir gehen ja davon aus, dass jeder Mensch glücklich sein möchte, aber das ist nichts weiter als eine groteske Unterstellung erstmal, die wir jetzt feststellen. Ich gehe nicht davon aus. Es mag vielleicht Menschen geben, die möchten einfach nicht glücklich sein oder die fühlen sich halt so wohl, wie es gerade ist, ne? Obwohl sie jetzt weder besonderes Glück oder besonderes Unglück empfinden, aber für die ist es anscheinend okay. Ne? Lars, wir hatten gerade Wünsche, Sehnsüchte. Mhm. Wo ist da für dich der Unterschied? Hast du Wünsche, hast du Sehnsüchte? Ich habe beides natürlich. Also die Wünsche wären für mich, wenn ich das versuche zu definieren, sozusagen vom Ufer aus das Fischen mit einer Angel, da hole ich mir das, was nah dran ist, und das hat eine Chance auf eine relativ schnelle Befriedigung eines Bedürfnisses, und das kann mich glücklich machen. Wenn das häufig passiert, dann wird es aber auch was Normales, und dann stellt sich das Glück gar nicht mehr ein, weil ich es quasi als Gesetz sehe.
ich weiß ja, in diesem Tümpel sind Fische drin und früher oder später beißt auch einer an. Die Sehnsucht ist wie ein großes Netz, was ich weit auswerfe, einen großen Ozean und vielleicht ein unbekanntes Wasser, was ich selber nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, was sich da an Fischen und anderen Tieren in diesem Meer bewegt und was ich auch nicht so einfach an Land ziehen kann, dieses Netz. Vielleicht muss ich sogar selber mit dem Boot aussetzen, um überhaupt dahin zu kommen. Also da ist eine andere Dimension gegeben bei der Sehnsucht. Das hat für mich einen größeren Aufwand, das hat für mich eine weitere Perspektive. Das Bild des Kompasses fand ich sehr schön. Sehnsüchte erfüllen sich, glaube ich, auch nicht im Leben, sondern sie bleiben Lebensbegleiter und werden dann in der Tat etwas lebensbestimmt, das ist vielleicht falsch gesagt, aber etwas, was mir hilft, Leben zu deuten, Leben zu verstehen und dann auch bestimmte Situationen zu deuten, sodass ich in dieser Situation etwas Gutes erkennen kann und selbst in einer Situation, die herausfordernd schwierig sein kann, nicht zwangsläufig negativ aus dieser Situation herausgehe emotional, sondern trotzdem mich aufgehoben fühle, etwas Positives wahrnehme, tatsächlich ein Glücksgefühl sich einstellen kann. Also auch in diesen paradoxen Situationen, die angesprochen waren. Ja. Natürlich kann ich in der Trauer glücklich sein, das kann es geben. Und ich kann zugleich lachen und weinen, auch das ist möglich. Ja. Also ich finde gerade im Bereich der Trauer, man muss es zulassen, damit Glück überhaupt entstehen kann. Weil, ne, ich habe es eben schon gesagt, meine Persönlichkeit ist so gestrickt, es hat alles seine Zeit. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel bei sterbenden Menschen, da ich jetzt nun beide Elternteile auch schon vor Jahren verloren habe, was mir auch sehr nahe gegangen ist, aber ich glaube, wenn ich die Trauer damals nicht zugelassen hätte, hätte ich den Punkt, mich an die schönen Sachen zu erinnern, viel später erst wieder entdeckt. Also ich hätte mir selbst im Weg gestanden dann im Prinzip. Und dann finde ich auch noch was ganz Kurioses, gerade wo wir so über Sehnsüchte und Wünsche sprechen. Ich habe mal ein Erlebnis haben dürfen. Das Erlebnis hatte ich schon. Das hat mich damals sehr glücklich gemacht und weckt jetzt die Sehnsucht, dieses Erlebnis mal zu wiederholen. Das ist ja auch ganz, ganz kurios. Ne? Also der Kompass ist dann ein Stück weit in die Vergangenheit gerichtet. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt. Ich habe in Kanada auf einer Hütte mal 4 Wochen verbracht. Die war so einsam gelegen, der nächste Nachbar 30 Kilometer entfernt. Ich habe da tatsächlich ganz alleine verbracht, 4 Wochen. Und das war so eine wunderschöne, ruhige Zeit. Man konnte sich über Gott und die Welt Gedanken machen, zu sich selber finden. Das war eine dermaßen prägende Zeit. Unglaublich, weil man dann wirklich mal so auf sich selbst zurückgewirkt. Was bin ich überhaupt für ein Typ? Wie schwer ist es überhaupt, das Leben zu gestalten. Ne? Man muss rausgehen, muss sich was zu essen besorgen. Ne? Man muss sich um die sinnen. Man hat keine Langeweile, obwohl man kein Fernsehen hat und kein gar nichts. Ne? Also das war eine ganz tolle Zeit. Und so im Stress des Alltags, im beruflichen Stress, wünsche ich mich, das ist eine Sehnsucht von mir tatsächlich, ich wünsche mich mal wieder 4 Wochen an diesen Ort zurück. Das ist... Ich finde, man muss auch ein bisschen so aufpassen, wenn man jetzt so Ratschläge gibt zum Thema glücklich sein. Wir müssen immer auch so von Persönlichkeiten, von Persönlichkeitstypen sprechen. Ne? Ich kann meine Arme so machen oder ich mache meine Arme andersrum. Also es gibt ganz unterschiedliche. Die einen beziehen Energie aus von der Bühne, die einen sind eher introvertiert. Die einen wissen klar, die anderen sind spontan. Die einen sind detailliert, die anderen haben Vision. Also von daher, und das möchte ich gerne in einer Untersuchung jetzt mal rausfinden, die wir mit der Nelson-Mandela-Universität machen, gibt es universelle Glücksfaktoren, die über alle Persönlichkeitstypen gehen? Und welche Glücksfaktoren schlagen für den einen Persönlichkeit an, aber für die andere nicht? Wie zum Beispiel auch so geht, so Wertschätzung zeigen. Ne? So, dann gibt es dann den einen Typ, so wie ich es bin, ne, der möchte immer gerne gewertschätzt werden. Also hier ist mein Ziel erreicht und hier das Projekt startet. Wertschätzen, wertschätzen, das ist so herrlich. Ne? So. Dann gibt es auch noch den anderen Typ. Wenn ich dann schon von vorne, wenn ich sage, wann soll ich denn wertschätzen? Jetzt kannst du wertschätzen, weil jetzt hast du auch was gesehen, was ich gemacht habe. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, wenn man sagt, der Wertschätzen ist ein Glücksinstrument, was ich auch in der Führung einsetzen muss. Mhm. Ich muss genau wissen, welchem Typen sitze ich denn gegenüber. Was, das auch ist wieder eine gewisse, was dann aber auch wieder bei dem Chef zum Beispiel, wenn wir im Business bleiben, ein gewisses Maß an Empathie voraussetzt. Das stimmt. Die aber auch nicht jedem gegeben ist. Das ist richtig. Haben wir die richtigen Chefs? Ganz, ganz schwierig. Und erlauben die Chefs, die wir jetzt haben, andere Chefs, die vielleicht diese empathischen Fähigkeiten haben, auch aufzusteigen. Ne? Und da, ich finde, wir haben in einigen Unternehmen eine echte Führungskrise.
Ja, das stimmt sicherlich. Und es ist auch eine Frage an die Authentizität der Person selber. Genau. Also wenn ich sozusagen einen Trick gelernt habe in einem Management-Seminar und den versuche anzuwenden und der aber angelernt wirkt, dann erzeuge ich ja genau das Gegenteil. Also es muss dann schon so sein, dass man mir auch abnimmt. Also wenn ich eher ein wertschätzender Typ bin, der auf jedem Weg wertschätze und dann das auch einmal unterlasse, weil ich gelernt habe, ah, ich müsste vielleicht mal gucken, vielleicht ist die Person ja jemand, der erst wertgeschätzt werden möchte, wenn das Gesamtziel erreicht ist, dann kann das auch für viel Irritation sorgen, weil ich auf einmal mein Verhalten ändere. Also ich glaube, das Wichtigste, was man lernen kann, ist erstmal sich selber kennenzulernen, zu überlegen, was bin ich denn für ein Typ, was brauche ich und wie reagiere ich? Und der zweite Schritt ist dann wahrzunehmen, wie bin ich in Beziehung zu anderen und lasse mich durch die anderen auch ein Stück weit verändern. Aber das ist tatsächlich der zweite Schritt. Sonst, glaube ich, wird schräg, weil man dann den inneren Punkt ja auch verliert, da wo man selber aufgehoben ist. Mike, was du, ich finde, was ihr beide gesagt habt, macht zusammen irgendwie ganz viel Sinn, wie unterschiedlich Menschen sind, darauf nochmal zu gucken, was die brauchen. Und ich glaube, egal, reden wir mal von Führungsstil, mhm. ja, dann kann jeder was Angelerntes haben oder es ist vielleicht auch authentisch, aber es ist erstmal sein Lieblingsführungsstil. Und ich glaube, eine Reife kann man ja nicht, man kann was für Reife tun. Ein Stück weit brauchst du aber auch einfach immer Zeit und auch eine gewisse Zeit, Unreife erstmal auszuleben. Aber ich glaube, ein schönes Ziel, was vielleicht auf einer Unternehmenskulturebene mit Glück zu tun haben kann, sicherlich auch als persönliches Glück, weil es das Leben leichter macht, ist, wenn wir, ich, du, wer auch immer, wenn wir das, die Möglichkeit haben, die innere und äußere Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren, oh, jetzt habe ich Lieblingsmethode A, jetzt habe ich Lieblingsmethode B, jetzt habe ich Lieblingsmethode C und D ist ja noch viel besser als die anderen alle zusammen. Und dann irgendwann dahin zu kommen, ja, zu sagen, ja, was braucht denn das Leben? Nicht mehr identifiziert zu sein mit meiner Lieblingsmethode und mit meiner Lieblingssicht oder mit irgendwas, sondern das habe ich alles zur Verfügung. Und was braucht die Situation? Wie kann ich jetzt dem Leben dienen? Ja? Und diese Freiheit zu haben, ich denke, das ist auch eine besondere Art von Glück. Und zwar in der Regel sowohl für den, der das ein Stückchen hinbekommt, als auch für die, die das empfangen. Weil es wirklich, auf einmal kann man ganz anders auf seine Aufgabe schauen. Und ich denke, gerade wenn Menschen zusammentreffen, dann ist es unglaublich erleichternd und es bündelt Energie und es macht dann auch wieder glücklich, ja, in einer großen oder kleinen Organisation zu sein, wo es genug Menschen gibt, die wirklich auf die gemeinsame Aufgabe schauen. So. Und nicht einfach nur, ja, wie kann ich hier jetzt irgendwie meine kleinen persönlichen Dinge schneller erledigen? Ja? Wie die Chassidim sagen, ja, bei sich anfangen, aber eben nicht bei sich aufhören. Ja? Also, was passiert, wenn wir alle zusammen gemeinsam auf die Aufgabe gucken und im Umgang miteinander, möglicherweise dann eben auch bei einer Führungsaufgabe, sagen, ja, meine Lieblingsmethoden habe ich in der Kiste, aber ich kann unabhängig davon, ohne Fixierung darauf sagen, im Moment, was dient im Moment am besten dem Leben? Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem, was Lars gesagt hat. Du hast gerade gesagt, wenn jemand etwas Bestimmtes erlernt hat in einem Führungsstil und es sieht aufgesetzt aus, dann wird es nicht funktionieren. Daher mal die Frage an dich, Jörg. Wie wichtig ist das, dass, sagen wir zum Beispiel mal, ein Chef, der vielleicht auch mal ein Seminar besucht hat, wie führe ich meine Menschen, wie wichtig ist das, dass der authentisch rüberkommt? Oder kann so ein aufgesetztes Verhalten, kann das tatsächlich so richtig kontraproduktiv sein? Wird ja wahrscheinlich auch in Zweierbeziehungen wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Das kann, ne? Bestimmt kontraproduktiv sein, aber es bleibt uns ja nicht erspart. Wie sollen wir denn was lernen, wenn wir nicht das Neue, was wir gerade mitbekommen haben, erstmal üben? Wenn wir etwas üben, wirkt es ja oft erstmal hölzern. Ob das ein neuer Bogenstrich auf der Geige ist oder ein neuer Griff auf der Flöte oder eine neue psychologische Vorgehensweise als Führungskraft oder ich habe früher Leistungssport gemacht, also ja, irgendwo eine neue Art zu laufen oder irgendwas.
das wirkt erstmal hölzern. Und die Reife kommt eben dadurch, dass man es praktiziert. Und ich glaube, ich finde, es ist ein wunderschöner Beitrag zur Kultur, wenn wir eine Toleranz für Unreife haben, weil um reif zu werden, müssen wir Unreife ja erstmal leben. Wir können die Unreife nicht einfach überspringen. Sie muss auch gelebt werden. Und dann entsteht durch tausende Stunden von Praxis, entsteht dann langsam Reife. Das ist das, was ich vorhin mit der Fehlertoleranz meinte, wir die manchmal zu wenig haben. Und ich glaube, es ist auch gut, Dinge auszuprobieren, aber es auch ein Stück weit transparent zu machen. Also man kann ja ruhig auch sagen, ich habe mich bereichern lassen durch irgendeinen Impuls und ich versuche das jetzt mal anders und gebe mir Rückmeldung, wie es euch damit geht. Und um auf meine Grundthese mit diesem Deutungsgeschehen der Realität zurückzukommen, also wir schaffen ja Realität schon mit unseren Gedanken, dann mit den Worten und dann mit dem, was wir tun. Also auf jeder dieser drei Ebenen haben wir ja sozusagen eine Möglichkeit, Realität zu schaffen und auch zu verändern. Und sich das hin und wieder bewusst zu machen und halt aus dieser Objekt- oder Opferrolle rauszukommen und die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hier bin ich in meinem Leben, ich übernehme auch Verantwortung, ich werde auch Fehler machen, ich weiß darum, aber ich will meins dazu beitragen, dass Leben gelingt. Dann habe ich eine hohe Chance, glaube ich, dass mein eigenes Leben auch gelingt oder zumindest glücklicher ist, mich selber zufriedener macht. Und in dem Moment, wo ich selber zufriedener bin, erlaube ich eigentlich auch Menschen um mich herum zufriedener zu sein und ihr Leben zu leben. Und wir haben manchmal so eine Verkrampftheit im Umgang miteinander und so ein Rivalitätsdenken. Und Vertrauen war vorhin ein Stichwort. Also dass man immer nur denkt, die anderen wollen mir was Böses. Aber wenn ich mich öffne und mich auch verwundbar mache, dann mag es mal den einen geben, der das nutzt, um mir einen mitzugeben. Keine Frage. Aber ich glaube, in den meisten Fällen werden wir erleben, dass andere sich dann auch öffnen. Und dieses alte Sprichwort, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück, ist ja irgendwie auch wahr. Und warum nicht was Glückliches in den Wald hineinrufen und dann kommt das Echo vielfach zurück und Glück, 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 Glück erreicht mich. Und die Frage ist natürlich, was ist denn Realität? Ne? Wie beurteile ich eine Realität? Und wenn ich dann zum Beispiel im Zeichen der Pandemie, die wir jetzt haben, immer nur schlechte Nachrichten höre, auch in den Zeitungen, in den Nachrichten kommen immer nur schlechte Nachrichten, dann ist das Schlechte für mich Realität und dann verliere ich auch das Vertrauen in das Gute. Realität ist ja immer gedeutet. Und selbst wenn es schlechte Nachrichten sind, ist es ja eine Frage, wie deute ich die für mich? Und auch da, also ich kann auf die Pandemielage schauen und sagen, es ist doch unglaublich, dass wir nicht mal innerhalb eines Jahres erste Impfstoffe schon im klinischen Testverfahren hatten, dass jetzt Menschen geimpft sind. Also da sind so viele positive Geschichten auch zu erzählen oder das mit für jemanden einkaufen gehen, dass Leute sich kümmern, dass Leute nachfragen. Es gibt genauso viel auch negative Geschichten zu erzählen, keine Frage. Aber nochmal ist es wie mit diesem Glas. Wie schaue ich da drauf? Also versuche ich da bei diesen Informationen, die ich bekomme, auch eine positive Deutung drauf zu legen und erkenne ich darin auch was Gutes? Oder nehme ich alles nur als in Grautönen gemalt war und als eine einzige Tristesse? Und das ist mein eigenes Deutungsvermögen, was ich habe. Da kann ich ganz kreativ werden und bunte Farben anmischen und das graue Blatt wird auf einmal farbenprächtig. Diese Relativität der Not, ja, du sprichst jetzt gerade die Pandemie an. Ich habe jetzt in der letzten Zeit nicht direkte eigene Kontakte nach Afrika gehabt. Aber indirekt habe ich gehört, und das wäre jetzt so eine Frage, wie du das hörst dort, dass in Afrika Corona völlig anders bewertet wird als hier. Weil die Nöte dort nicht überall und vielleicht jetzt nicht in den großen Städten von Südafrika selber, aber doch an vielen Orten so schrecklicher sind noch, dass sich das ein Stück relativiert oder...
Auf der einen Seite kann man sehen, also gerade ich habe Kontakt mit Südafrika, wie die anderen afrikanischen Länder kann ich nicht sprechen, ist die Sterbequote relativ gering. Das war schon mal eine große Überraschung da. Ja. Und man zieht das daraufhin zurück, dass viele auch Tuberkulose haben, HIV schon viele Medikamente bekommen und daher gegen solche Viren schon eher widerstandsfähiger sind. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Die haben also Lockdowns gehabt, die wesentlich härter sind als hier bei uns. Okay. Also da waren Lockdowns da, da durfte ich nicht mal, wenn ich in einem Apartmenthaus wohne, einen Hund habe, mit dem Hund draußen Gassi gehen. Das war verboten. Dann ist das Thema auch natürlich, die Leute leben in sehr beengten Behausungen. Und die hatten dann auch über 3 Monate ein Alkoholverbot, damit die Krankenhäuser auch leer bleiben und nicht wegen Alkohol und Aggression dann Schlägereien und Schießereien stattfinden. Und sogar ein Rauchverbot. Weil das Problem ist, wenn ich Zigaretten geraucht habe, habe ich die Zigaretten auch umgegeben zu meinen Kollegen. Aber dadurch blüht natürlich wieder der Schwarzhandel. Also es ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich hatte gerade wieder kürzlich mit Südafrika telefoniert mit meinen Kontakten, die ich da unten habe. Und wir hatten auch gerade die Seminare auch gehabt am Wochenende. Also ich finde das schon ja, toll, was Südafrika alles so leistet, obwohl das Land eigentlich pleite ist. Die haben angeblich 30 Millionen Impfstoffe, wo sich die Südafrikaner alle fragen, wo sind die denn? Wann können wir denn so mit anfangen? Ne? Aber die gehen mit dieser Unsicherheit irgendwie so ganz anders um. Ne? Und da gibt es auch diese Lebensphilosophie, dass dieses Ubuntu-Lebensstil, den man so hat. Ne? Wir leben in der Gemeinschaft und ich definiere mich auch über andere. Das ist nicht so individualistisch wie bei uns. Das ist mehr so eine Gemeinschaft zu sehen, trotz der hohen Kriminalität, die man da schon so hat. Ne? Wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen wollte, du hattest vorhin dieses schöne Dings mit der Pandemie und dem halb vollen Glas und dem halb leeren Glas. Ich finde schon immer ganz kurios, wenn ich mal so ein bisschen durch meinen Facebook-Account gucke, gerade was so Corona angeht, dann sehe ich jetzt immer häufiger, macht die Gaststätten wieder auf und so weiter und so fort. Also geschimpft wird immer über das sehr, sehr Negative. Aber kurioserweise, wenn man mit den Leuten mal spricht, das, woran sie sich erinnern, auch im Zusammenhang mit dieser Pandemie, das sind mehr die positiven Sachen. Nämlich der alten Dame was mitzubringen. Zum Beispiel bei mir, was bleibt bei mir haften? Natürlich auch viel mehr Positives. Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken drüber, dass ich jetzt zu Hause im Homeoffice sitze, im Prinzip meine Arbeit per Telependeln erledige. Dass das hier heute so stattfindet, ist schön, weil wir diesen Raum so groß hatten, damit das hier mit den Abständen überhaupt funktionieren kann. Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch per Telependeln erfolgt irgendwie. Aber zum Beispiel, das Allerschönste, was die Pandemie mit mir gemacht hat, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich habe seit 20 Jahren eine Gitarre im Keller stehen gehabt. Ich habe mir neue Saiten dafür bestellt, ich habe wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Nur wegen der Pandemie, weil ich zu Hause bin und einfach nicht wusste, was ich... Also, was komischerweise in Erinnerung haften bleibt, sind vielmehr die positiven Sachen. Schimpfen tue ich immer über das Negative. Ne? Also es ist ganz kurios. Obwohl es gibt auch Gewinner und Verlierer von der Pandemie, muss man auch wieder mal so sehen. Ohne Frage, wenn ich mir gerade mal anschaue, wie das in den Kliniken aussieht. Ich habe auch so Kontakt sogar so im Bereich Pflegebereich oder auch so Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen in Krankenhäusern, was da für eine Belastung auf die zukommt, was wir denen zumuten. Das ist ja schon brutal, finde ich so. Ne? Immer Bereitschaften haben. Dann auch unter Unsicherheit da arbeiten. Am Anfang wusste man nicht genau, wie können wir die Leute schützen, die Pfleger und so weiter. Ne? Also muss man schon so differenzieren. Ja. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch ein selbstbestimmtes Leben haben. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe eine andere Bekannte, die hat ein Bekleidungshaus mit 60 Angestellten. Ne? Da ist das schon sehr, sehr schwierig. Ne? Wie kann ich denn überleben? Ne? Habe ich genug Rücklagen? Ne? Vor allen Dingen ist da nicht nur 60 Angestellte, dahinter stehen auch 60 Familien. Ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Belastung, gerade bei inhabergeführten Unternehmen. Ne? Wenn ich jetzt bei VW arbeite, ist das für mich ja kein großer Unterschied. Ne? Kurzarbeit, Aufstockung durch Volkswagen ist eine andere Situation. Ne? Und dann fällt das Glücklichsein schon ganz schön schwer. Ich weiß nicht, ob die glücklich sind. Ne? Die Sendezeit geht langsam zu Ende. Ich würde es einfach nochmal so fragen. Wir haben jetzt, also ich für mich glaube jetzt festgestellt zu haben, so aus dieser Diskussion heraus, es gibt kein Standardrezept, das man einem Menschen mitgeben kann, so wirst du glücklich. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich frage mal so nochmal so zum Abschluss in die Runde, was würdet ihr euch denn wünschen, was Menschen jetzt aus dieser, die Zuschauer jetzt mal mitnehmen, für sich entdecken zu können, vielleicht auch Anregungen gekriegt zu haben, um ihnen vielleicht einen Weg dahin zu führen, ihren Weg zum Glücklichsein zu finden? Also ich kann nur empfehlen oder wünsche mir, dass man den Mut hat, glücklich zu sein, dass man das macht, was mir gut tut und meinen anderen gut tut und dass ich nicht das mache, was von mir erwartet wird. Sonst noch jemand? Ja, also
die Frage sich zu stellen, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Was brauchen andere, damit es denen gut geht? Und was kann ich dazu tun? Ist sicherlich eine hilfreiche Frage. Und man wird aber auch immer dann an Grenzen kommen, und weil man nicht alles selber verändern kann. Und da kommt diese andere Dimension des größeren Vertrauens mit rein, die ich jetzt religiös füllen würde und sagen würde, das ist eine Frage des Glaubens, dass einem da auch etwas geschenkt werden kann, was man nicht unmittelbar selber verfügbar hat, was aber auch eine Möglichkeit ist. Und das ist dann das Glück, was uns widerfährt, wo man aber auch durchaus bitten kann. Also ich glaube, auch das hat was damit zu tun, dass man ein Stück weit zumindest, also wir würden sagen, man betet, man formuliert es auch, das ist kein Automatismus, aber sich zu öffnen, dass das Gutes geschehen kann und sich selber als Teil zu sehen in diesem guten Geschehen, das würde viel verändern. Hast du auch noch einen Wunsch? Naja, wie gesagt, das kann immer alles sehr falsch sein für den Einzelnen. Ich, in der Summe, jetzt in diesem Moment, ob das sehr weise ist, weiß ich nicht, denke ich, ich glaube, es ist wichtig, mir erscheint es wichtig, dass es keine Verpflichtung zum Glück gibt, aber eine Berechtigung zum Glück, danach zu streben. Dass es wichtig ist, zu verstehen, das muss jeder letztlich auf seine eigene Weise machen. Dazu gehört das Nehmen und das Geben. Ja, und das auf die eigene Weise. Dem zu vertrauen, dass man sich dabei nicht messen kann an jemand anderem. Dass es zur eigenen Persönlichkeit passen muss. Also ich persönlich würde mir tatsächlich wünschen, dass Menschen, die das jetzt sehen, vielleicht auch mal gerade auch jetzt in der Pandemie die Zeit einfach finden, mal in sich selbst reinzuhorchen. Was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Was würde mich selber glücklich machen? Für mich ist es so ein Stück weit jeden Tag eine gute Tat. Ich fahre da sehr gut mit. Ich versuche jeden Tag eine gute Tat zu machen. Das macht mich glücklich. Aber das ist halt für jeden unterschiedlich. Also ich würde mir einfach hoffen, dass diese Sendung auch vielleicht ein bisschen dazu angeregt hat, diese vielen verschiedenen Sichtweisen, dass die dazu angeregt haben, die Menschen draußen einfach mal dahin zu bewegen, sich mal eine ruhige Stunde zu nehmen. Am besten immer, wenn es besonders gerade gut läuft im Leben. Das ist ja dann auch wichtig. Gerade wenn es besonders gut läuft, dass sie sich dann vielleicht mal fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Und dann vielleicht mal dahin kommen zu ergründen, wie finde ich den Weg dahin, dass sie dann irgendwann die Sehnsucht finden und den Kompass, dass sie dann finden, da ist mein Weg und damit werde ich glücklich. Das wäre das, was ich mir von dieser Sendung wünsche. Ich sage euch auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Der Mike ist extra aus Berlin rübergekommen. Ja, also gerne. Ganz besonderen Dank, du hattest die weiteste Anreise von allen. Und vielen Dank. Ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank auch nochmal. Danke für die Einladung.